So, heute mal eine Runde Warframe und ja, haben wir schon was vorbereitet. Wir drücken mal die Runde fortsetzen. Boah, Alter, ist das flüssig, ey, meine Fresse. Was anderes schon. Zack. Zack. Ist aber krass, dass die Fähigkeit überhaupt keinen Cooldown hat, oder? Du hast Mana, das was verbraucht mit Energie. Wo sehe ich das Mana? Das ist unten so eine Zahl, dort eine kleine. Bei mir ist 100. Oh ja, seh's gerade. Macht der einen Regen? Oder holt er sich das Mana wieder zurück, wenn er irgendeinen Gegner abmurkst? Wenn du Gegner abmurkst, lassen sie so blaue Kugeln fallen. Und in Kisten sind auch manchmal so blaue Kugeln. Und die bringen dir 25 Energie. Krass, okay. Dann gibt's noch, aber das erkläre ich dir später. Weil du kannst das ja alles noch modifizieren, dass du weniger Energie brauchst zum Beispiel. Holy moly, ey. Ist das ein Ding. So, ich stehe jetzt gerade mitten in der Traufe. Aber wenn ich ehrlich bin, ist die Grafik schon leicht dick. Also, finde ich echt in Ordnung. Kann man sich anschauen. Eins muss man auch noch sagen, das Spiel ist hauptsächlich auch noch von 2013. Ja, ich glaube auch, dass es sogar fast schon... Aber die haben die auch erst wieder verbessert, weißt du. Mhm. Ich habe auch aktuell, wie es aussieht, nur eine einzige Fähigkeit, auf der ich bauen kann. Ui. Ui, das Tutorial haben die geändert. Das sehe ich das erste Mal. Echt jetzt? Ja. Shit. Hä? Wie soll ich denn? Knack. Okay, ich habe jetzt 0 Mana übrig. Ja, da vorne gibt's eh schon deine erste Waffe. Kannst okay. Ein Schwert oder ein Dann Ding. Ganz kurz, ich will noch mal ganz kurz gucken, ob ich das HUD vielleicht ein bisschen zusammenziehen kann, weil das von 32 zu 9 Monitor siehst du dann das HUD nämlich nicht. Andersrum, auf 16 zu 9 siehst du das HUD nicht. Ah, ich weiß noch, da kann ich dir was sagen, was auch sehr hilfreich ist. Blickempfindlichkeit, Zielempfindlichkeit. Wenn du ins Interface gehst. Ach da. Auf Menüskalierung Legacy. Oder Benutzer definiert dich. Okay. Legacy. Ist es dann größer? Du wirst kleiner bei Legacy. Was ist denn ein UI-Cursor-Magnetismus? Markiere dein Haustier. Okay. Erklärung bitte. Falls du ein Haustier hast. Nee, ich meine den Magnetismus. Damit komme ich gerade nicht klar. UI-Cursor-Magnetismus. Der hell. Das ist auch gerade. Okay. Zeige Gegnernamen an. Zeige Gesundheit. Hat Anpassung. Was? Sag mal, wenn du. Man schaut jetzt mal. Hat 300. Wahrscheinlich sehe ich gleich gar nichts mehr. So, gucken. Oh, Alter, sieht das aus. Nee, lass mal stecken. Wo war das bei 100, ne? Jo. Hat Bewegung. So. Überpassen, Overlay-Sperre, Rotation. Kannst du sogar dein UI anpassen mit verschiedenen Themen. Ränder anpassen, warte mal. Wie mache ich denn das? Nutze die Richtungstasten. Ist das... Oh, geil! Okay, es ist fast gut. Fast. Das ist, ich habe jetzt 21 zu 9 statt. statt 16 zu 9. Das ist ein bisschen dämlich, aber gut. Aber ich glaube, es wird mir zumindest selber helfen, dass ich was im Blick behalten kann. Oder? Ja, tatsächlich. Das könnte echt noch eine Ecke größer sein. Jawohl, es geht. Ich mache einfach immer auf Legacy. Ich glaube, Legacy hatte ich ja ohnehin drin. Scheiße. Wie kann ich denn... Ah, stimmt, Nahkampfangriff. Ganz vergessen, ich die Taste ausgewählt hatte. Von der Maus, das ist wahrscheinlich. Ja, klar. Ich habe nur... War mir nicht ganz sicher. Du kannst auch den Stab dann auch noch ausprobieren, weil die schlagen anders zu, alle. Gibt's auch später noch Nahkampf-Kombos und so. Okay. Aber die musst du dir erst freischalten. Es sind dann so Haltungen, dann schlägt der anders zu. Ich wusste gerade nicht, dass ich einen Doppeljump machen konnte. Das war gerade Intuition. Und wenn du rutscht und springst, dann machst du so einen besonderen Bullet-Jump.
Und wenn du zielst, dann gleitest du in der Luft. Sind Ziele? Oh, Tatsache. Lol, damit komme ich ja auch entspannt die Brücke rüber. Mhm. Okay, gibt's hier noch irgendwie Looty oder sowas? Ich weiß es nicht, ich sehe das auch gerade das erste Mal. Das geht ruhig. Seitdem ich das Spiel spiele, gibt es schon, glaube ich, 3 verschiedene Tutorials. Ach, krass. Oder 4. Nahkampfangriff E. Nein, ich glaube nicht. Das ist Tutorial, kennt meine Tastenbedingungen nicht. Wahrscheinlich hast du es doch noch auf E, oder? Nee, habe ich definitiv nicht. Also okay. Ich drücke hier gerade E wie ein Weltmeister, aber E ist ja Nutzen bei mir. Das ja, ist dann eher so die eher so die Half-Life-Config. Ich bin gerade mal ein bisschen neugierig. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass sie tatsächlich jetzt hier irgendwie groß was versteckt haben. Glaube ich auch. Sieht doch irgendwie alles not so. Die Hauptlevels sind ja dann auch zufallsgeneriert. Und dann gibt es auch noch 3 Open Worlds. Gibt's auch noch. Also es ist beides. Linear und Open World. Krass. Aber es kommt alles nacheinander auf dich zu. Okay, Minimap habe ich jetzt auch langsam im Blick. Ja, läuft. Das Movement ist ein bisschen ungewohnt wahrscheinlich. Gar nicht. Also Movement finde ich echt okay. Ich muss noch ein bisschen die Hitbox rauskriegen für die Nahkampfwaffe. Meistens. Das kannst du auch noch verbessern, dann noch die Reichweite von deiner Nahkampfwaffe. Ah, okay, cool. Da gibt es dann so Karten. Man schlägt zum Beispiel 5-6 Meter rein. Der Schaden, alles wird höher. Dann gibt es noch Elemente. So sieht es aus, jetzt kann man dich kaputt machen. Ja. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt gemacht habe, aber. Ach, passt schon. Meistens, um am schnellsten vorwärts zu kommen, musst du immer rutschen und springen. Ja, ich dachte es mir. So laufen die ganzen. Die ganzen Pros rum. Ja. Zack. Reicht einer? Ja, tatsächlich. Ein Schlag reicht im Moment noch. Ist ja schon so ein bisschen Low Level. Okay, warte, wie krieg ich das? So krieg ich das. Schaut aber nicht schlecht aus. Das ist super viel besser. Okay. Kann ich. Ich glaube mal ein bisschen grübeln. Das Turmmunition ist natürlich voll. Achso, das ist meine Pistole. Okay, du kannst auch noch Wurfmesser nehmen. Du kannst immer auswählen zwischen 2 verschiedenen Waffen. Ja, ist, kurioserweise habe ich hier die Auswahl entweder Pistole oder Wurfmesser, wie es aussieht. Ja. Weil wenn ich eins aufnehme, ist das andere abgelegt. Eins kannst du aussuchen, aber die andere Waffe kannst du für Papina im Store kaufen. Okay, also gefühlsmäßig. Wurfmesser ist dann eher lautlos vom Style her. Ja. Mit denen kannst du auch lautlos Leute ausschalten, falls du. Mhm. Dafür. Ich mach mal Wurfmesser-Modus. Ja, Knarre kann jeder. Aber die machen mehr Schaden. Echt jetzt? Bisschen. Nee, gefühlsmäßig waren die Bullets stärker. Deutlich stärker. Hab dich. Meins? Ja. Das ist aber ein glatter Schnitt. Hoffentlich ist die Knarre nicht teurer wie die Wurfmesser im Store. Hey. Hast du eigentlich unendlich viele? Nee, hast du nicht. Und du musst Wurfmesser nachladen. Okay. Ja, weil du nur ein paar bestimmte Anzahl in der Hand haben kannst. Ah, aber okay. Das Nachladen funktioniert relativ schnell immer bei so Wurfmessern. Okay. Du kannst ja nicht 100 Wurfmesser in der Hand haben, oder? Nee, theoretisch gesehen nicht. Stimmt dir natürlich voll und ganz zu. Ich hätte irgendwie schon gedacht, dass er so einen kleinen Ninja-Beutel an der Seite hat und holt ihn dann alle da du ganz drauf raus. Du musst da an der Wand springen, Leertaste drücken an der Wand, dann kannst du auch noch so springen. Okay, Achso, meinst du Walljumps oder was?
Ja, was du gerade auch schon warst. Das hat sich jetzt nicht so angefühlt wie ein klassischer Walljump, wenn ich ehrlich bin. Ja. Habe ich Fall Damage? Nein. Nö. Der ist ein bisschen gestunt, aber das passt. Besten ist es einfach kurz bevor du aufkommst, also Nahkampf zu machen oder einfach zu zielen, dann gleitest du wieder und dann hängst du die Geschwindigkeit ein bisschen ab. Okay. Und bist auch nicht gestunt. Oder du rutschst, lade ich, wenn du da aufkommst. Das wird auch. Hm, Alter, die Schönheit in Person. Und ich weiß schon, den du meinst. Okay, das sieht irgendwie so aus wie... Ja, genau. Naja, gut. Die haben ein bisschen Delay, bis die Dinger losgehen. Was ist denn der Typ? Gibt's hier was zum Holen? Hab ich was? Ist da was? Nein. Oder nicht. Alter, was ist denn mit los mit dem Kerl? Komm doch mal her. Ach lol, eine richtige Move-Animation hat er nicht bekommen, deswegen teleportiert er sich. Oh, da hinten. Oh, aua. Achso, dein Leben füllt sich wieder auf. Ja, nur du chillst und deine Gesundheit musst du wie in Borderlands so rote Dinge aufsammeln. Hier sind es halt Kugeln. Okay. Kann ich davon was aufnehmen? Nee? Dann halt nicht. Wo ist er denn? Da. Oh lol. Downforce-Angriff. Hä? Ist er jetzt weg? Geh zu der Konsole. Ich glaube, in der Zukunft kennt man kein WLAN mehr. Oh, komm, zack. Wenn du mit LAN anfängst. Ja, das ist so eine Energiekugel und wenn die Kugel in Rot ist, dann ist das für deine Gesundheit. Okay. Ich versuche mal drauf zu achten, aber im Moment metzel ich einfach nur drauf. Was siehst du da? Ach, das Ding. Munition eigentlich schon. Nochmal? Achso, ja, doch, die sehe ich rechts unten. MK1 Kunai. Passt, weil im Stream sieht man es nicht. Ja, das ist ja genau das, was ich versucht habe, ja, zu tun, dass das Hut ein bisschen zusammengezogen wird, aber es ist halt bei einem 32:9 Monitor halt echt undankbar in der Richtung. Also, ich sehe es tatsächlich, aber als Zuschauer weiß man halt gerade nie, wo man. Aber irgendwie hat es auch was. Es hat Charme, bestimmt. Gar keine Frage. Tenno, you cannot survive without arming yourself. Choose a weapon before we continue. So, choose a weapon? Da hinten irgendwie. Hä? Oder? War da was? Da war mehr Waffe. Bist dann deiner Hauptwaffe vorbeigelaufen. Okay, das hört sich schwer nach mir an. Gelbe Punkt. Ach, der. Okay. Bald Platz kann auf. Ich auch schon bei dir mitlaufen. Geil. Entweder Braton oder Paris. Hast du mir nicht gestern was von Braton erzählt? Ich erinnere mich. Weiß es zwar nicht mehr, aber die hätte ich jetzt dir auch empfohlen. Okay. Naja gut, wir haben ein Wurfmesser, was soll passieren? Weil der Bogen bei etwas stärkeren Gegnern, der tötet die zwar mit einem Schuss, aber sag mal ab einem bestimmten Levelbereich eher nicht mehr. Das, am Anfang ist das immer besser zu machen. Die ist immer schön gleichmäßig dabei. Ups, das war eine scheiß Idee. Schild lebt wieder auf.
die fühlt sich auch noch so komisch an. Auch noch die MK1 Braton. Braton ist sowieso ein komischer Name, weiß ich nicht. So eine Braton. Ah, ich kämpfe heute mit der Bratwurst, so. Master Bratwurst aus deinen Gegnern. Aber cool wäre es, wenn du Bratwürste verschießen würdest. Ja, das wäre wär schon nice. So, was will ich mit dir? Ah, diesmal hat er es richtig gemacht. Okay, ich ahne es. Aber würde es uns sowas in Warframe geben, dann hätte es bestimmt Feuerschaden und würde es deine Gegner noch haben. Mhm. Stop touching me, you. What? Are my sensors deceiving me? Operator, is that you? Hä? Da musst du immer Space als Leertaste drücken. Ah, okay. So, das Schiff. The operator is in danger. I will need a few moments to cycle the engines. Ach ja. Das ist jetzt an meinem Raumschiff. Tschö. Oh, warte mal, hier, so ein Strahlemann kenne ich doch. Tschö. Hab ich das schon lange nicht mehr gesehen. Ups. So, bist du über das Ziel hinausgeschossen. Kleines bisschen vielleicht. Wie komme ich da wieder hoch? Ja. Ach, schade. Oh lol. So geht's natürlich auch. Ja. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das Schiff wirklich abgeknallt wird. Mögen nur dich abknallen. Also eigentlich brauchst du ja nichts verteidigen in dem Moment. Außer da ist ein Lebensbalken da von meinem Schiff. Nope, nada. Eigentlich nicht. Es gibt auch noch später Verteidigungsmissionen, aber... Du musst halt aufpassen, dass die nicht auf das Teil dann schießen. Oh wei. Und das kannst du unendlich lang machen. Du kannst auch 10 Stunden überleben spielen, aber es wird halt irgendwann so schwer, dass du es nicht mehr schaffst. Okay. Das ist ja Ding. So, er saust mir was vor. My pupil, the next summit awaits. Are you ready to make the climb? Wo kann man jetzt ja drücken? Hm? Ah, Belohnung. Okay, klick. Operator, you have returned. I am Ordis, ship Cephalon. A shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition. Order me to self-destruct. Jetzt kann ich dann auch schon, glaube ich, bei dir mitspielen. Das wäre nice. Ravenous for this old technology. It is superior to theirs. Perhaps there are systems left in the orbiter compartment? Ich habe irgendwelche komischen Gegenstände jetzt bei mir am Start. Ja. Die meisten sehen aus wie die Schlümpfe. Die kannst du hinsprühen, die Glyphen. Ach, okay. Sind die so Graffiti? Nimm Papa Schlumpf. So, Kommunikation, Freunde, Posteingang, Freunde, klick Anikiste. So, wir suchen nach. Ratchet Kai, alles klein geschrieben. Ich glaube, groß. Ah, hier, Tatsache. Klick. Hey. Hallo? Ich klicke mal auf hinzufügen. Warte mal. Ich rotiere einen. Keine Sitzung verfügbar. Wie meint er das jetzt? Bin gerade sehr unschlüssig. Du musst auf hinzufügen klicken. Rechts unten. Ratchet hat eine Einladung erhalten. Hä? Das war aber. Was? Das war jetzt aber gerade mehr Glück als Verstand. Kriegt er mal eine Freundschaftsanfrage? Man kann jetzt sich auch das Profil dann hier anschauen. Kann ich reden Profilanfrage annehmen? Du hast jetzt 19 Gegner mit deiner Primärwaffe getötet. Okay. Was soll ich denn das? Auf Profilanzeigen, Klick. So, ja. Was kann ich machen? Statistiken.
Okay, ich bin das letzte von hinten. Okay, ja. Also doch schon. Durch Kopfschuss getötet 16. Zielgenauigkeit 31. Wie viel das ich schon umgebracht habe. Insgesamt. Soll ich jetzt bei dir gucken? War das jetzt der schöne Hinweis? Nein. Ja, moin. Ich dachte schon, ich habe 1 Million umgebracht, aber nicht mal. Naja. Die Hälfte hast du. Ja, das schon. Die Hälfte hast du. Dann lass uns mal ein paar mehr machen. So, was machen wir jetzt? Also. Du musst jetzt deine Anfangsquest dann machen. Okay. Mach ich das über den. Aber eine Frage hätte ich noch an dich. Tell me. Möchtest du mehr Gesundheit haben? Oder mehr Schaden austeilen? Ich glaube tendenziell mehr Gesundheit als Schaden. Okay. Weil für mich ist es so ein Multiplikator. Wenn ich mehr aushalte, dann kann ich auch mehr Schaden austeilen, auf die Zeit gesehen. Aber wenn du 14-fachen Schaden machst, wenn du an eine bestimmte Stelle triffst. Ja, dann geht die Rechnung nicht auf, das stimmt schon. Aber dann sterben wir beide schnell. Da habe ich so viel Gesundheit fast wie du. Okay. Ich muss gerade mal schneiden, was jetzt Sache ist. Bist du jetzt bei mir im Schiff oder wo? Ja, mein Schiff ist draußen. Wenn du aus deinem Fenster schaust, siehst du mein Schiff fliegen. Ja. Okay, wenn ich also ehrlich bin, weiß ich gerade nicht, was ich tue. Ich habe gerade irgendein Segment installiert. Es war was zum Drücken, ich musste drücken. Ja, da kannst du... Ich weiß jetzt nicht, was dein Arsenal hast du jetzt freigeschalten, gell? Ja, da kannst du jetzt deine Waffen anpassen. Oh, lol, Tatsache. So, wahrscheinlich habe ich genau nichts zum Anpassen. Nö. Und die und mehr Sachen wirst du auch noch freischalten, dass du deine Waffen modifizieren kannst. Aber du siehst bestimmt schon die Werte von deiner Waffe. Ja, ich kann auch irgendwie jetzt eine tolle Farbe meiner Waffe zuordnen. Das ist auch gut. So. Ich erkläre dir das schon mal mit dem Crit und dem Status, wenn du willst. Oder spielen wir erst einfach. Boah, ich würde sagen, lass uns mal drauf ankommen bei der Geschichte. Ich werde dann wahrscheinlich eh gleich kurz ablosen. Das ist dann halt so. Wir probieren es einfach mal. Ich muss schon eine Figur. So viele Figuren, dass ich das schon nicht mehr sehe. Das ist das Problem später. Später hast du so viel, dass du nicht mehr deine Sachen findest. Okay. Krass. Begleiter. Ach, dass das Begleiter ist dann das Haustier, oder was? Ja, oder so eine kleine Drohne. Da kannst du dir auch einen Kampfroboter zusammenbauen, ein kleiner. Gibt's alles Mögliche. Also ich weiß nicht. Mein Warframe sieht ein bisschen asiatisch aus. Er kriegt jetzt eine tiefe Verfolgung, finde ich gut. So, dann gehen wir mal rausgucken. Okay. Ich bin gerade überfragt. Ich habe einen Planet vor mir mit jede Menge Waypoints. Ja. Ist das die Erde? Wo bin ich denn? Ja. The hell? Da oben sind doch so rechts so Symbole. Rechts, ja. Klick mal aufs Schifffunk reaktivieren. Oh. Ja. Dies ist eine Einzelspielermission, die alleine absolviert werden muss. Du wirst deine derzeitige Gruppe verlassen. Oh. Ich glaube, ich habe da erstmal keine andere Wahl, sorry. Ja. Drücken wir auf Ja und sagen, schön war's. Aber gut. Das Alien aus dem Luftschacht. Das wirst du noch öfters sehen. The Ascaris is working. Breaking. Hello. I see.
the shadows of your mind. So dann. Okay. Na Jungs. This data vault is equipped with a variety of security measures. How you defeat those measures is up to you. Immer das Gleiche. Mach auf den Schuh. Ich will rein. Okay, soll das nicht. Sind das? Kann man die kaputt machen? Die sehen so aus. Nee. Da hinten leuchtet irgendwas. Du musst die Tür hacken wieder. Konnte ich da gerade E drücken oder so? Ja, du konntest die Tür hacken. Da ist so ein orangenes Terminal. Alright. You're nearing the console. Trigger the alarms now and they will start destroying the data. Hat sich voll gelohnt. Ich komme auch dann mal mit der Fahrtbahn. Uiuiui, ui, ui, ich glaube, da muss ich runter. So hab ich. Das ist ja scheiße. Da musst du schleichen und darfst dich nicht vom Laser erwischen lassen. Jojo. Da war jetzt nicht so wild. Ja, du hättest auch im Wasser und runterrutschen können. Ja, ich habe gerade gemerkt. Also, ich glaube, so richtig Wasser ist es ja eigentlich gar nicht. Ja, ist es auch nicht. Nur optisches Wasser. Wieso ist meine scheiß Taschenlampe an? Spind öffnen. Oh, lol, das ist eine Spinte. Ich könnte sogar genau sagen, was du machen musst und wo du hin musst. Okay. Lass dich jetzt nicht erwischen lassen. Du musst dann, wenn du erwischt bist, läuft ein Countdown und du musst ein bestimmtes Terminal hacken in der Zeit. Okay, verstehe. Ich möchte da irgendwie rein oder so. Du kannst den auch von hinten finishen. Ah lol, da ist er. Da ist wieder das Terminal, das was man hacken muss. Ja, genau. Ah. Das ist doch unscheinbar. Wenn das dir auch zu nervig sein sollte irgendwann mal, dann kannst du dir auch so schnell Hacks kaufen. Okay. Oder? Ich hab so. Was? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass es leicht schwamm. Okay, also sie haben mich jetzt entdeckt, also von daher ist es wahrscheinlich Banane. Nee, jetzt noch nicht, du, da läuft ein Countdown immer ab, normalerweise. Boah. Das ist ja jetzt auch noch ein Anfang. Mit dem hier ist das eigentlich alles hingegangen. Mal durchgerannt, passt schon. Was mit Aufstieg? Achso, da hinten ist schon wieder Sense. Hallo Jungs, zack. Läuft bei euch. Mahlzeit. Jupp.
Wo geht's lang da drüben? Okay. Extraction Point. Jo. Ach shit. Huch. Komm nicht so schnell. Ja, es ist sau easy, also im Moment. Musst du noch mehr so Ziele jetzt machen? Ich habe eigentlich nur den Punkt, wo ich jetzt zu diesem Distraction Point am Rennen bin. Aber ah, okay. Das ist. Dann ist die Mission dann eh gleich beendet. Eben. Wenn du das Grüne siehst, gleich einfach durchlaufen sozusagen. Excalibur 2 in Schildkapazität, okay. Na dann. Du hast auch noch nicht mal alle Fähigkeiten freigeschaltet, auch noch nicht. Ja, hab ich auch nicht, auf keinen Fall. Das geht bis 30 alles. Die Waffen und dein Warframe. Okay. Was soll ich jetzt machen? Dann hast du 30 Mod-Kapazität. Ich bin gerade unschlüssig, was ich machen soll. Warte mal. Ist das ein Zusammenfassung von dem, was ich jetzt. Was? Ah, okay. Verlassen. Na gut. Okay. The operator has recovered a segment. Wahrscheinlich jetzt dann noch mehr alleine machen. Vermutlich. Ah, ich hoffe nicht. Wäre schade. Get communications online. I must analyze what Vorz Ascaris is doing to your warframe. This technology is beyond the Grineer. It must be Corpus in origin. Ich weiß gerade nicht so genau, was ich machen soll. Okay, also Währung habe ich 50 in der Richtung. Das wären dann wahrscheinlich andere Frames. Das silberne da, wo du 50 hast, das ist die Echtgeldwährung. Ah, okay, verstehe. Aber die kannst du auch schon von anderen Spielern bekommen. Aber die würde ich aufheben, dann auch für später. Ja, klar. Aber ich erkläre dir dann noch, warum. Das befreit den Waffenhändler. Ja. Mach ich das? Irgendwas mit Install It Now? Arsenal? Hä? Ausrüstenfähigkeiten? Da hast du jetzt einen Shop oben. Musst noch das Segment installieren. Ach, das hast du jetzt, oder? Ist Segment dann sowas wie Schwerstoß? Nee, da ist immer so ein weißer Punkt in deinem Schiff, der was dir anzeigt, was du installieren kannst. Ah, lol. Kann. Ich hab irgendwie Segment jetzt schon mit diesem Teil in der Mitte assoziiert. Das sind überall so Geräte in deinem Schiff. Eine Schmiede auch und weiß was ich nicht alles hier. Ja, jetzt habe ich den Markt quasi gerade akquiriert. Ich habe hier jede Menge Echtgeldzeug rumfliegen. Ja, okay. Machen wir jetzt. Black Market Scumbags. Contact Arms Dealers. Excellent idea, Ordis. Am besten machst du einfach die Mission dafür weiter, was dir die anzeigt. Ja. Keine Angst, die Waffen da drin, die kann man sich alle für umsonst holen. Gibt's keine Waffe in dem Spiel, was du nur mit Echtgeld kaufen kannst. So, mal gucken, ob das jetzt läuft. So, Sternkarte am Start. Dann rechts an der Seite gibt's wieder einen Punkt zum Gucken. Bist du gejoint? Ja. Befreie den Waffenhändler, Stufe 1 bis 3. Okay. Muss ich annehmen und dann startet es. Ach so. So, jetzt läuft ein Countdown. Jetzt bin ich schon dabei. Cool. Nice. Ach stimmt, Countdown ist dann links oben. Ist echt ungewohnt, was wo ist. Jawohl, die Goldfregatte. Ich habe aber auch noch das da anfangs drauf. So, ich muss dir jetzt schnell mal was erklären. Wenn ich das hier mache, da bekommst du Energie, wenn du in das rote Fenster gehst. Okay. So, wenn ich den Teppich mache und jetzt geht ein Fenster bei dir auf.
Jetzt hast du 400 Rüstung und du bekommst 80 Leben in der Sekunde. Verstanden? Check. Und die Rüstung bekommst du nur immer, wenn du durch die Wiese läufst am Anfang, wenn ich die Fähigkeit aktiviere. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich auf einmal weg bin. Wie meinst du das? Ja, wenn ich auf einmal so richtig loslege. Ach so. Weg bin ich. Ja. Das ist echt übel. Ah, ich hab noch meine super Peitsche dabei. Aber mein. Jetzt solltest du eigentlich eh nicht mehr sterben hier. Das war mein Roboter. Alright. Aber wenn ich ehrlich bin, das bringt fast gar nichts. Hä? Aber was hab ich denn da gemacht? Ah, das war's. Wie hab ich denn diesen Dreh im Sprung gemacht gerade? Doppelt Shift drücken. Ah. Das geht auch in der Luft. Und am weitesten springst du, wenn du rutschst, Doppelsprung machst und deine Rolle und dann zielst. Verstehe. Und dann hier. Wenn du rutschst oder duckst und nach oben schaust und springst, springst du nach oben. Also so. Wenn du dich duckst und nach oben springst, dann kommst du ganz nach oben. Ah, okay, das ist, ja, genau. Okay, du musst nach oben schauen, um nach oben zu springen. Schau mal nach oben, wenn du den Sprung machst. Ich glaube, du weißt nicht, was ich meine, oder? Na doch schon, aber es ist gerade schon ein bisschen, soll ich sagen, die Decke ist eh ein bisschen beschränkt. Von daher ist es, glaube ich, schon ziemlich anstrengend. Muss man Gefangenen befreien. Und außerdem ist es, glaube ich, für den Stream nicht ganz so nice. Also schon schnell. Müssten das da. Aber ich schau dir mal ein bisschen zu. Genieße die Schau. Check. Hä? Müssen wir irgendwas machen? Ja, das hacken und dann müssen wir Türen hacken, um den Gefangenen zu die müssen wir zu zweit nochmal. Okay. Alles gleichzeitig klar. Drücken und dann weiter geht's. Hier muss man jetzt dann die Tür öffnen. Du kannst auch Finisher Move machen. Wenn du von hinten kommst, dann steht da deine Interagieren-Taste drücken, also bei dir E. Okay. Das F. Krass. So, hier entweder die Tür hacken, um das aufzubrechen, aber das kostet meistens Zeit. Da gibt es immer noch einen Seiteneingang. Ein geheimen, meistens. Da wo man nicht hacken braucht. Okay. Ich bin zum Beispiel schon drin. Ach lol. Jetzt muss man da die Türen hacken. Da gibt es jetzt zwei Stück und in einer von der Tür ist der gefangen. Okay, hier immer da, wo das ist der orange Punkt. Man kann normalerweise den Gefangenen auch dann noch seine Zweitwaffe geben, aber bei ihm jetzt hier nicht. Geht hier runter. Ist noch ein bisschen verwirrend wahrscheinlich. Ja, ist es. Also. Aber es läuft langsam. Irgendwann wirst du eins mit dem Level und du entdeckst auch immer neues Zeug auf. Wow. Was ist los? Eieiei. Also, es geht weiter. Geht das hier lang? Nee.
Ja, es geht schon auf den richtigen Weg. Okay. Ich ehrlich bin, ich kenne sogar manche Leute, die spielen das Spiel 1000 Stunden und du läufst schon so rum wie die. Also bis jetzt konzentriere ich mich quasi nur auf den Duck Jump. Das funktioniert ziemlich gut. So springt man auch meistens rum, nur du wirst noch manchmal wahrscheinlich öfters hängen bleiben. Irgendwie. Ja, bestimmt. Das ist null Koordination. Irgendwann geht das aus einem Guss. Du springst durch die kleinsten Spalten, gefühlt flops nichts mehr. Ja, es ist belohnt. Irgendwie. Das ist echt schnell. Krass. Sind ja auch Space Ninja, oder? Jetzt hast du schon deinen ersten Karten bekommen. Okay, jetzt habe ich irgendeinen Mod. Und muss ich jetzt irgendwie Geld investieren? Nein, du musst zu deinem Arsenal, wo du deine Waffen siehst. Ich bin gerade in diesem Mod-Menü drin. Fusion, umwandeln, verkaufen, auflösen. Kontinuität plus 3, fertig. Hä? Fangen wir mal an. Am besten ist es, du gehst da schnell mal kurz raus. Okay. Du gehst zu deinem Arsenal dahin. Da wurde deine Ausrüstung. Ja, got it. Du kannst jetzt auf Verbesserung klicken, oder? Yep. Richtig. Wo bist du jetzt drauf auf deinen Warframe, oder? Ja, genau. Ich sehe, da habe ich jetzt die Slots auch hinten dran. Da siehst du auch deine Slots. Energie, Gesundheit, die Rüstung. Aber das ist eigentlich ja selbsterklärend, wenn du das durchliest. Ja. Im Prinzip ist es das. Also hat ein bisschen was von... Ich glaube, das darf man zwar nicht vergleichen, aber hat ein bisschen was von Anthem. Ich habe Verstärken, ich habe Kontinuität. Ich weiß, was du meinst, Defekt. Aber die sagen ja auch alle, Anthem ist ein Warframe-Abklatsch. Es ist auch deutlich flacher, glaube ich, so insgesamt. Also ich glaube, Anthem ist ja halt viel, viel flacher. So, Verstärken. Ich bin gerade nicht sicher, was Defekt immer unten drunter heißt. Vitalität, Defekt. Das heißt, Defekt. Dass die Karte kaputt ist, da gibt es noch eine ganze Karte. Die kannst du weiter verbessern. Zum Beispiel die Umlenkung hast du einmal kaputt und einmal ganz. Yep. Siehst du anhand den Kugeln da unten. Siehst du die? Die Karte ja, Verstärken das... hat 3. Ich glaube, das ist ein Stern, das sind keine Kugeln. Ja, oder Sterne. Mhm. Früher waren es halt Kugeln. Okay. Verstehe. Die heißt, sagen deine Stufe aus von der Karte. Und du siehst ja auch das Symbol da oben, die 4 und das Teil. Mhm. Dein Excalibur ist Rang 4. Das heißt, du hast 4 Kapazität. Du kannst die Karte reinpacken. Und wenn du die Karte auf den richtigen Symbol legst, wie in deinem Warframe, Kartenplatz, ja. Mhm. Ja, ich hab den ersten schon drin. Dann verbraucht er halb so viel Punktzahl, wie du gemerkt hast. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich verstehe es langsam. Genau, also die Zahl im Prinzip oben bei dem Symbol definiert quasi die Punkte, ja. Die dieser Slot, diese Karte quasi braucht. Ich habe eine Kapazität aktuell von 4, habe eine mit 2 installiert, also habe noch 2 übrig. Das heißt, ich kann jetzt noch gucken, dass ich, zwangsläufig kann ich ja noch eine nehmen. Das ist die Kontinuität-Defekt. Der andere passt nicht mehr rein. Ja, oder du nimmst Verstärken, je nachdem, was du mehr willst. Aber das ist eh nicht der Rede wert. 3%. Was ist denn jetzt passiert? Kapazität ist jetzt wieder auf 1 ruht. Ach, die Quatsch, das sind die Punkte, die übrig sind. Ah, okay. Ja, geschnallt. Und den Mod kannst du auch noch verbessern. Mhm. Und zwar in der Modstation. Das war das Fusionieren. Aber was ich gerade krass finde. Oder verbessern. Ich muss ich selber gerade. Aber was ich trotzdem gerade nicht ganz verstehe. Also er zeigt mir ja in der Karte an, dass er 2 verbraucht, aber wenn ich jetzt die Kontinuität defekt auf den Slot ziehe, verbraucht er nur 1. Ja, jetzt schieb mal die Karte rechts auf den Slot. Rechts auf den Slot? Einfach nur um 1 verschieben, oben. In deiner Auswahl. Das geht, glaube ich, gar nicht. Das geht, glaube ich, gar nicht. Gedrückt halten und rüberziehen. Nee, das geht nicht. Das funktioniert nicht.
Also ich kann in den anderen Slot kann ich nichts reinlegen. Halt mal die Karte gedrückt und durch. Geht nicht. Das ist ein Bug. Loslassen musst du frei auch. Da drauf. Aber du hast die falsche jetzt gerade gemacht. Oh, lol. Stimmt. Hä? Wieso? Hä? Okay. Der geht nicht um Lenkung, nur Kontinuität geht. Hä? Okay, das musst du mir erklären. Wieso? Hä? Ja, das will ich ja. Aber du siehst doch das Symbol, was da drauf ist, das Dreieck oder das V. Ja, ja. Und da ist so ein Symbol hinterlegt. Und das bedeutet, langsam. Du verbrauchst die Hälfte. Jetzt habe ich es geschnallt, okay. Jetzt, das wollte ich, dass du machst, dass du die Karte rüberziehst. Okay. Und du kannst die Symbole auch selber in dein Warframe einfügen, aber dann wird da wieder von maximalen Level auf Level 0 runter reduziert. Okay, das heißt also, ich kann zwei Viererkarten sogar nehmen mit meiner Viererkapazität. Okay, habe ich gerade gemacht. Und du kannst die Kontinuitätskarte auch noch auf verbessern um zwei Stufen. Das würde ich machen. Okay. Heißt, du ziehst die Karte rein, dann ziehst du rechts unten Mods. Steht da. Rechts unten Mods? Oh lol, ja, ich sehe es gerade. Da gehst du rein. Ja. Auf die Kontinuität. Gut, die hab ich jetzt nicht aktiviert. Ich hab das Verstärken geholt. Ja, aber du kannst ja auch noch weiterklicken da. Auf Warframe zum Beispiel. Gibt's da noch verschiedene Kategorien. Ja. Wenn du auf das Kontinuität gehst. Ja. Kannst du ja dann umwandeln. Verkaufen, auflösen oder Fusion machen. Ja. Da klickst du mal auf Fusion. Okay. Wenn du jetzt Plus drückst, dann siehst du, wie die Karte besser wird. Und was du dazu benötigst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich sehe es gerade, aber mir fehlt ja eine ganz, ganz besondere Zutat wohl, wo ich aktuell noch gar nichts von habe. Das Endo. Ja. Da könntest du jetzt deine. Vielleicht geht es ja. Andere Umlenkung quasi kaputt machen. Die was defekt ist, auflösen. Das will ich dir auch noch zeigen. Stimmt. Mods in Endum, hast du gesagt. Ja. Okay. Und die Umlenkung hast du ja doppelt. Also die eine ist kaputt. Mhm. Die würde ich mal auflösen. In 5 Stück. Wobei 5 Stück ist ganz schön wenig insgesamt, weil ich glaube. Ja, das gibt später noch viel mehr. Das ist jetzt die schlechteste Karte, aber ich will mal, dass du das gleich mal gesehen hast. Eine Sekunde. Du brauchst 30 von dem Zeug, da musst du jetzt auch viel auflösen. Ja. Okay. Zack und auflösen. Jo. Jetzt hast du schon mal gemacht, jetzt weißt du ungefähr. Mhm. Wie es geht. Verstanden. Hoch. Alles ein bisschen kompliziert. Ja, es ist so, im ersten Blick ist es ein. Es ist schon ein bisschen fordernd, sagen wir es so. Okay, verstanden. Was kannst du denn hier machen? 5 Effektreichweite. Der ist defekt. Was ist besser, Verstärken oder Kontinuität? Kontinuität bei dir jetzt erstmal, weil du das hast, das verbraucht weniger Kapazität. Du kannst die Dauer erhöhen und es ist für deine letzte Fähigkeit nicht schlecht, weil dann verbrauchst du weniger Energie bei deiner letzten Fähigkeit. Mhm. Aber eigentlich braucht man die Heilung gar nicht, gell? Im Moment noch nicht, nee. Gut, würde ich sagen, genug gemoddet. Weiter geht's. Nehmen wir jetzt mal was für einen Schaden mit.
Wir haben eine neue Mission. Tenno, we may have a problem. The colony is unresponsive. Get to the surface so we can see what's going on. Aber Ding, das muss ich da auch noch. Hm? Wenn du den Excalibur am Anfang öfter spielen willst, es gibt's was, da kannst du die Mod-Kapazität verdoppeln. Okay. Gibt's manchmal in der täglichen Aufgabe dann was du später noch freischalten wirst. Aber es dauert noch etwas. Einige Zeit. Aber damit kannst du dann die Mod-Kapazität verdoppeln. Heißt, wenn dein Warframe Level 30 ist, das maximale Level, hast du nicht 30, sondern 60 Punkte. Mhm. Einmal schön ins Rot reingehen. Jetzt haben die Gegner dann so rote Punkte, das siehst du dann. Wenn du da drauf schießt, machst du mehr Schaden. Stimmt, ja, sehe ich auch gerade. Ups. Kannst du auch schon, weiß was ich was für. This was once a prosperous independent colony until the Grineer arrived. Das Spiel ist halt schon echt schnell. Ich habe eigentlich ein Stadium gerade in der Hand. Hä? Was denn? Ach, das ist deine Drohne oder was? Das ist von meiner Waffe. Ah, okay, die zweite verstehe. Funktion. Aber du siehst doch meine Waffe hier. sieht schon ein bisschen spacig aus, ja. Das Design ist eigentlich irgend. Ach, ich weiß nicht mehr, so eine Halle in Australien. Ach was? Ich glaube, so eine Sporthalle, ja. Krass. Das ist als so ein Fahnenstrich. Hier in dem Spiel kannst du auch ein paar japanische Götter und so spielen mit dem chinesischen. Das ist auch krass. Ja. Ey. Siehst du mein Leben auch und so? Ja, sehe ich. Passt, das war damals nicht standardmäßig an. Ah, hier wäre schon das Schmiedesegment. Oh. 30 Gegner töten und raus. Jetzt noch etwas. Das sind alles so Leitmissionen, was wir jetzt machen. Ich muss gar nichts mehr machen. Warum machst du dann hier ab? Jetzt soll irgendwelche Kleinigkeiten und so. Es ist schon ein verdammt schnelles Spiel, also. Normalerweise ist auch hier doppelt oder fünfmal so viel los. Echt? Wieso das denn? Achso, ja, wegen, das ist jetzt beim, nur wegen so meinem Level? Eine abgespeckte Mission, ja. Okay. Und auch alle Level 1 steigen dann auch immer an. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei so einem Spiel lohnt sich dann auch so ein 240 Hertz Monitor oder so. Mhm. So. Super, deiner Waffe hätten wir auch mal nach Mods schauen können. Ja, eins hätte man dann. Also ganz im Ernst, momentan brauche ich doch gar nichts gefühlt irgendwie. Mhm. Noch nicht. Noch nicht. Bald du in die freie Welt entlassen willst. Es gibt ja auch Raumschiffschlachten auch und weiß was ich nicht alles. Raumschiffschlachten, das ist ja echt krass. Hoverboard gibt. Es gibt so Flügel für deinen Warframe, dann kannst du im Weltraum mit deinem Warframe rumfliegen. Ach was. Du kannst das Raumschiff verlassen und fliegst ins andere Raumschiff rein. So krass. Geht's hier nicht raus, sag mal? Wir müssen. Ach, da unten. Jetzt ist gerade. Komm an, wie weit das die Peitsche schlägt. Krass. Das ist auch nur wegen so Mods. Da kannst dich rum experimentieren. Warte mal, wo geht's hier rein? Ach, da. Yay, Gegner!
Endlich mal wieder was zum Metzeln! Alright. Wir sind schon fast mal uns begegnet gefühlt wie bei Serious Sam. Aber nicht ganz so viel bei dem Chor, was wir da gemacht haben, aber schon viel. Ich hab, wenn ich ehrlich bin, den dritten Teil noch nie im Koop gezockt. Ich auch noch nicht. Na, hätte ich aber auch mal Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Auch. So. Was deine Chemie? So, dann schauen wir mal nach Modis für die Praton. Ach lol, ich habe ja quasi dann immer Kapazitäten pro Waffe und pro Frame. Das ist tatsächlich krass. Du kannst jede Waffe auch modden. Ja. Einkerbung ist super. Ja, das glaube ich sofort. Dem, was ich hier sehe. General, I just received a very explicit message from your ship, Zevlon. If you're looking for resources, why didn't you just say so? Mm-hmm. I know just the place, but I demand an apology. My mother is no gymnast. She could never eat those things. Warte mal, ich habe hier die Blades. Operator, I am sorry. Wow. Ich soll ich dir mal schicken, wie etwas später aussieht, wenn es fertig gemottet ist? Gib mir eine Sekunde. Okay. Ist doch ein Nahkampf. Ich weiß nicht, was er meint. Achso, ja, ist ein bisschen viel dann. Oben ist dann halt bei der Nahkampfwaffe der eine Slot da oben. Ja. Der ist dafür da, um die Haltung zu bestimmen. Da gibt es dann so Haltungsmods mit verschiedenen Kombos. Hm, verstehe. Und der schlägt anders zu. Beispiel bei dem einen Stich dazu und beim anderen macht er eher Hiebe zum Beispiel. Oder er dreht sich mehr. Irgendwie sowas. Lol, es gibt sogar Strafe, wenn du eine Karte auf den falschen Slot legst. Ja, klar. Das ist ja krass, so Penalty. Und wenn du die Waffe hochgelevelt hast und du willst ja alles maximieren später, aha, darfst die Waffe auf Level 30 auf Level 0 zurücksetzen. Aber dafür bekommst du so einen Slot. Hm. Aber leveln geht eigentlich schnell. Wenn man weiß, wie. Was besser, Flamme oder Elektro? Feuer. Okay. Weil Feuer. Aber die Chance besteht jetzt. Das Status siehst du, was da steht. Das 2,5% heißt, dass pro Schuss besteht die Chance zu 2,5%, dass der Effekt auftritt. Mhm. So, hier war alles nice. Jo, passt doch. Hier hab ich nix. Okay. Dann hätte ich, glaube ich, alles verbessert. Was zumindest aktuell geht. Gut, ab zum nächsten. Mit wie vielen Leuten kann man nicht Koop spielen? Zu viert. Ist schon cool. Das erinnert mich auch ein bisschen an Mass Effect. Aber Mass Effect ist deutlich langsamer. Du hockst auch in der Deckung. Ja, allerdings.
ist irgendwie auch alles in dem Spiel. Gibt's auch echt auch viel abgedrehte Waffen. This outpost belongs to the Corpus, a secretive but extremely powerful merchant cult known to be working with the Grenier. Darvo will fill you in. Beste 100 Sache ist an den Kisten. Bringt eigentlich fast gar nichts. Ja, außer du nutzt halt ständig die Schusswaffe. Außer wenn du jetzt ganz dringend versuchst, paar bestimmte Ressourcen. Da gibt es dir jetzt auch noch mal Karten. They sell anything to anyone. Don't get me wrong, I like profits a lot. But I don't sell. Bekommst du sogar auch Waffen, wenn du dich täglich einloggst. Also Belohnung. Aber das ist jetzt nicht so, wenn du dich nicht einloggst, da müssen wir auf die Kameras aufpassen. Die Gegner kennst du noch gar nicht, oder? Nee. Sollte ich? Jetzt die Korpus. Die haben die anderen Gegner, was wir davor hatten, die haben Rüstung gehabt. Aha. Und Gesundheit, und die haben Gesundheit plus Schild. Boah, macht jetzt aber auch nicht so den, weiß ich nicht, sinnvollsten Eindruck. Alter, die hängen ja alle auf einem Slot, wie geil! das wird öfters noch. Weil sie da alle gleichzeitig gespawnt sind. So, irgendwas habe ich jetzt bekommen, glaube ich, oder? Ah ja. Ach, meine Nahkampfwaffe, ich glaube, das ist zu krass. Trau mich nicht mal zu schießen. Ist alles so zerbrechlich um dich herum. Es ist ja auch so wenig da und ich will, dass du das ja, Spaß stimmt. Auch noch hast. Es ist halt echt wenig da. Normalerweise wäre ja alles voll. Ja. So, jetzt ins Ziel. The Ascaris has reached your mind and rendered your lotus mute. You will return to me over your own free will. Ich will da auch noch mal schnell was zeigen. Wenn du mit anderen Spielern spielst und die wollen ins Ziel, dann steht da Extraktion in da. Man kann auch einzeln rausgehen in öffentlichen Lobby. Ich hab grad ein bisschen Gegnermetzel. Ich find's grad schön. Ja, ich bin extra ein bisschen vorgerannt, dass du ein Gaudi hast. Jawohl. Das ist schön, ich glaube, ich habe gerade auch so einen Spawnpunkt gefunden. Ups. Ja, okay. Sind die schon bis dann? Ja. Oh, oder höchstens. Es bringt aber, glaube ich, auch nicht wirklich dann noch das ganze Level aufzuräumen, oder? Wie aufräumen, die Gegner zu töten. Ja. Nö, da spawnen eh immer welche nach. Ah, okay. Dann hatte ich es gerade richtig gesehen. Krasses Ding. Einzig, wenn man auch farmen will und so, dann macht man eher Verteidigung oder Überleben, weil da die meisten Gegner kommen. Stehe. Und da gibt es auch die meisten Erfahrungspunkte. I admire you for your struggle, but now I am part of you. Ich bin gerade in der Schmiede drin. Frag mich gerade, was ich machen muss. Eine Blaupause übrig, wiederverwendbar. Da gibt's irgendwas, was du herstellen musst, aber ich gehe es aufgeben. Keine Ahnung. Da des Ascaris Negator musst du herstellen. Echt jetzt? Okay. Zack. Läuft. 30 Sekunden.
Im Hintergrund siehst du den 3D-Drucker. Bei Waffen musste meistens immer 12 oder 24 Stunden warten. Ach was. Außer du zahlst echtes Geld. Aber das ist nicht schlimm. Meistens ist es dann so, wenn du etwas mehr gespielt hast, dann stellst du 10 Waffen her an dem einen Tag und dann willst du die ja natürlich hochleveln. Dann stellst du aber wieder 10 her. Oder 2 oder 3, je nachdem. Holy shit. Ups. Holy shit. Ich muss die Taste gerade nochmal umlegen. So, aber wenn ich mit der Maus aus dem Spiel rausgehe, habe ich schon wieder keinen Ton mehr aus dem Spiel. Schade eigentlich. Was soll's. Okay. Ja. So, hab die Kiste abgeholt. Ich habe noch irgendwie Blaupausen übrig für irgendwas anderes. Keine Ahnung. Nächste Mission? Jo, wenn du willst. Ah jo. Ich glaube, ich weiß es eh schon, was du. Was hab ich jetzt gemacht? Hä? What a waste. Hä? Hm? Ich weiß gerade nicht, was ich gemacht habe. Hab ich irgendwas gedrückt? Und was ist passiert? Ich bin gesprungen. Dann ist alles kurz gestunt, also Time-Bubble. Und ich habe irgendwas an mir aktiviert. Und habe da irgendwas gesagt bekommen, wie was für eine Verschwendung. Bin gerade unschlüssig. Oh, jetzt ich glaube da. Glaub aber, das ist Story. Eingesetzt, was du hergestellt hast. Ups. Hä? Wo hatte ich denn das Nutzen drauf gehabt? Ach, keine Ahnung. Ordis assumes finding war implies violence. Einfach rein wieder raus. Hello, operator. May I suggest you. Sag mal, wenn du eine Story jetzt starten würdest, würdest du es auch gehen? Würde ich joinen können? Wenn ich eine normale Mission mache, bestimmt. Wahrscheinlich würde ich mehr als ablosen. Dann. Wir könnten bestimmt eine Stunde Überleben spielen, aber. Eine Stunde? Du wirst wahrscheinlich keinen Schaden anrichten. Ja. Später. Umso mehr. Okay. Dich wird umso mehr Spaß haben. And disgraced me before my queens. But soon, du bist schon mal gar nicht mal so langsam unterwegs, bevor du es erst angefangen hast. Ja, wenn du Duck Jump von Half-Life machst, dann bist du ja extrem schnell dabei. Und daher ist es ja mehr als entspannt. Ich muss kurz das Ziel mal checken. Da. Ich habe mal vor, auf der Konsole mit 30 FPS und weniger zu spielen. Alter, dann noch die Interpolation vom Fernsehen noch mit dazu. Das macht ja gar keinen Spaß. Und so habe ich auch 1500 Stunden auch da gespielt. Alter. Dann hatte ich die Schnauze voll. Das glaube ich dir sofort, aber ich muss das tun, glaube ich. Ja. Und dann habe ich aber alles wieder von vorne her spielen müssen. Ja, das ist. Da ist sehr undankbar. Ich will da hoch. Zack. Zup. Ah! Segment was? Einsam. Ist das jetzt eine Nebenquest oder was ist das? Weiß es nicht mehr, das ist schon so lange her. Ja. Machen wir das. Oh
Okay, ich habe schon wieder irgendwelche. Ja. Das muss Story sein, also keine Ahnung. Ja, das ist die Story. Hey, du da. Zerstören. Bin gerade. Es ist echt alles nur so leid. Man muss nur die Hälfte zerstören, man muss nur die Hälfte hacken. Die Hälfte Gegner. Damals sah fast jedes Level so aus wie hier. Okay. War jedes Level. Oder so wie das mit dem Eis davor. Was? Das war vor 3 Jahren. Nicht vor 3 Jahren, sondern 2013. Ich glaube, ich hab mich gerade kurz ein bisschen verlaufen. Aki, weg. So. Mann. So. Und froh sind, dass der Wegpunkt nicht mehr so rumspringt. Hat er das früher gemacht? Ja. Dann gehst du zum Wegpunkt, dann sagst du, du sollst wieder nach hinten gehen. Gehst du wieder durch. Dabei musstest du zurückgehen und dann eine Etage unter dir. Zum Beispiel. Krass. Cool, ich hab auch Mods bekommen. Okay, kannst du mit denen überhaupt was anfangen? Nö. Wenn du dann ich glaube, du kannst schon Meisterschaftsrangtest machen. Das ist ja krass. Ich muss erstmal schnallen, was ich jetzt brauche, was nicht. Kann ich einfach so drauflegen? Naja, gut, kann ich jetzt deswegen nicht, aber ach so, das geht tatsächlich. Du hast schon wieder einen weißen Punkt da. Ja, ich bin gerade am Motten. Wollt's nur sagen. Ja, ich weiß, ich hab schon gesehen. Stärken. Meine Kapazität hat sich auch erhöht. Ja, weil deine Waffe im Rang und dein Wurf im Rang aufgestiegen ist. Ja, das ist gerade. Jetzt kann ich sowohl verstärken als auch Kontinuität für den Frame-Tipps nehmen. Falls du öfters mit dem Frame spielen willst, dann. Ja. Dann. Kannst du die Mod-Kapazität erhöhen und verdoppeln. Hm. Wenn du auf Aktionen gehst und... Bei Verbesserung meinst du? Ja. Ich seh's gerade, ja. Bei deinem Warframe. Autoinstallation, Da steht da... Bessern. Orican-Reaktor. Ich brauch 20 Echtgeldwährung. Ja. Macht Sinn? Ja, bei deinen ersten Frame schon und später bekommst du die auch noch so. Nur am Anfang bekommst du die relativ schwer. Oh lol, Tatsache. Das ist jetzt ja wirklich hochgeschnellt bis sonst was. Puh. Stahlfasern plus 8 Rüstung. Boah, kein Schimmer, was ich machen muss. Plus 30 Gesundheit. Okay, nur 2 habe ich, theoretisch. Plus 3 Feindradar. Zeigt sich die Feinde auf der Karte. Ne, auf die Karte. Ah, schwierig. Macht das Sinn? Fähigkeitsreichweite. Eigentlich nicht. Ne. Ich hab mir's gedacht, weil eigentlich ist das Game ja so sauschnell. Wir müssen dann auch mal Ende holen, dass du die Mods-Karten verbessern kannst. Und dann musst du auch wieder welche raustun. Mhm. Weil zum Beispiel 3% da. Das, sind wir mal ehrlich, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Nachladegeschwindigkeit, oh nice. Ja. Stimmt, ich habe noch 2 bei. Soll ich dir mal zeigen, wie das aussieht, wenn alles voll ist? Ne, lass mal. Sonst werde ich depressiv. Nicht. Das ist auch verrückt. Ja, glaube ich. Nur wenn du schon alleine die Mods auf die höchste Stufe bringen willst. Oh mein Gott. Ja. Hab ich auch noch nicht mal. So, hatte ich nicht noch hier irgendwas zu tun? Ach nee, hatte ich nicht. Okay.
the detonator is charging up. You need to bring Vor down. He thinks he can capture you again. Don't worry. I will be with you. Let us show him how much you have learned. Guck mal schnell die Mission nochmal beenden. Soll ich beenden? Ja. Ja, okay. Wenn du jetzt Escape drückst und im Menü bist. Sekunde. Ja. Wenn du dann links oben auf dein Symbol gehst, da steht doch jetzt dann da Meisterschaftsterran aufsteigen oder irgendwie sowas. Ja, Meisterschaft erhöhen. Das ist deine Stufe, deine Hauptstufe sozusagen. Kannst du deine Fähigkeit mal nur ein solches machen? Ja, da musst du jetzt dann mit deiner Primärwaffe oder so Gegner töten. Na dann, los geht's. Achso. Ich muss die Lobby verlassen. Ja, kein Problem. Fehlerzeigestummschaltung. Gruppe verlassen, okay. Immer wenn du so einen Rang aufsteigst, dann kannst du wieder neue Waffen holen und so weiter. Okay. Aber. Und. Sag mal, ich bin jetzt Meisterschaftsrang 23. Wenn ich jetzt eine Waffe Level 0 habe, steht der da. Plus ein Basismod-Kapazität. Also ich bin Stufe 23 und die Waffe ist 0, dann habe ich schon mal 23 Mod. Ach lol! Ich habe eben gerade gar nicht gepeilt, dass ich gar keine Nahkampfwaffe mehr habe. Du hast nur deine Primärwaffe. Verstanden. Oh Scheiße, das war. Das war dämlich. Du hast nur den einen Versuch gehabt. Ich bin gerade schon runtergefratzt von der Plattform. Und ich angefangen habe, hier den Max Payne zu spielen. Aber das ist halt so wild. Einfach nur die Gegner töten. Und dann passt. Drohnen haben sie jetzt auch am Start, krass. Hä, wieso ist der? Ach lol, die Drohne macht Schilde. Ja, klar. Oh lol. Das müssen wir erstmal schnallen. A formidable performance. This test is now complete. Mission complete. Excellent work, Tenno. Okay, ich habe einen Meisterschaftsrang verdient, keine Ahnung. Ja. Na gut. Bist du ein Rang aufgestiegen? Jetzt bist du Stufe 1. Wow. Vom Regenwurm zur Nulpe. So, okay. Ja, dann. Passiert jetzt noch was? Ich könnte kein E drücken. Okay. Nix drauf. Hallo? Ich glaube, das Game hat sich kurz verbuggt. Warum ist es los? Ich kann gerade. Ich bin im Schiff, ich kann nichts machen, gar nichts. Kannst du T drücken und was reinschreiben? Ja, kann ich. Dann mach mal slash unstuck. Du musst im Spiel sein, das Unstuck-Kommando zu verwenden. Krass. Ah, lol. Globaler Chat. Ist ein Ding. Aber du kannst schon rumlaufen, oder? Ich kann rumlaufen, das geht. Ich mache mal Plus drücken. Drückst du Plus. Zack, zack. So, Einladung, rein da. Okay. Kannst du eine Mission... Weiß ich nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber kannst du eine Mission starten? Ja. Was machen wir denn? Willst du mal eine Verteidigung machen? Ach, überrasch mich.
nämlich was anderes mitmachen. Hast du schon irgendwas gemacht? Nö, ich suche noch was raus. Achso. Ja. Aber eigentlich kannst du doch auch mal, wenn drück mal Escape und geh mal da in die Sternkarte rein. Weil das funktioniert meistens noch und dann geht's auch wieder, fällt mir gerade ein. Nee. Nicht. Wenn ich das mache, dann spawnt er mich zurück ins Schiff und ich kann nach wie vor nichts anklicken. Ich sehe aber auch nicht, dass ich irgendwo einen Cursor oder sonst irgendwas habe. Oder geh mal auf Ausstattung und Arsenal im Menü. Ja. Manchmal hilft das auch was. Nee. Ich glaube, muss das Game mal neu starten. Aber nee, passt schon, wir machen jetzt einfach hier eine Mission und dann sollte das passen. Okay. Mission, also Mission abstimmen. Ja, Play drücken. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich kenne auch die Marken schon. Ja. Also man sieht schon, ganz bugfrei ist es nicht, aber es ist ja auch okay. Bugfreier als die meisten anderen Spiele. Meistens funktioniert dann das Slash unstuck. Ja, ja, wenn wir im Game sind, das ist richtig. Was hat bitte das Chat? Okay, was muss ich hier machen? Wir müssen jetzt zum Verteidigungsziel. Und dann kommen Gegnerwellen, 5 Stück immer. Und dann können wir entscheiden, ob wir rausgehen wollen oder weitermachen wollen. Okay. Die werden auch immer stärker. Die Gegnerwellen kommen von allen Seiten? Ja. Ach da. Aber hauptsächlich. Was hab ich denn da? Bei der Karte hier. Hä? Hier. Ist das von dir? Ja, da schlägst du schneller zu, läufst schneller und hast Heilung. Ah, okay. Und machst Blitze. Du siehst, kommen auch schon mehr Gegner. Wenn ich ehrlich bin, ich habe manchmal noch Schwierigkeiten, die auf die Entfernung zu erkennen. Und die Minimap sagt halt auch nicht wirklich, wo sie sind. Wahrscheinlich hätte ich dafür. Feind war da. Das Addon nehmen sollen. Werde besiegt, okay. Du siehst ja, der Countdown läuft da eben ab und wenn du hier zur Mitte zurückgehst, da wo meine Teile stehen, kommst du die Waffe erneut. Alter! Hab sie schon im Raumschiff. Himmel. Taugt das Spiel eigentlich so bis jetzt? Es ist ja verdammt schnell, also da muss man sich halt echt erstmal gewöhnen. Ich glaube, für Dragon wäre es gefühlt nichts. Kann mich natürlich auch irren. Kann nicht, geht doch. Geht der hier dann erst richtig auf, oder? Ja. Du
obwohl du ja auch nicht schnell rumlaufen musst unbedingt, hier zum Beispiel. Ja, ich versuche gerade mehrere Strategien, also jetzt ist gerade der Moment, wo ich eher versuche hier zu bleiben und damit der Fernkampfwaffe arbeite. Das ist auch am besten meistens, immer hier zu bleiben und dann vereinzelt immer vor. Das ist die beste Strategie, um am längsten auf die Weg zu halten. Macht das sogar mein Wächter, die auch schon kann. Das Coole hier ist halt, du hast auch Nahkampf und alles Mögliche. Ja klar, also es ist. Der Beziehung ist es echt cool. Keine Frage. Vor allem, wenn du es auch noch einfärbst im Nahkampf, dann sieht das so aus, wenn du so spielst. Dann immer, wenn die Welle vorbei ist, kurz rumgehen und die Beute einsammeln. Das ist vielleicht mal eine gar nicht mal so schlechte Idee. Wenn du so einen kleinen Roboter hast, dann zieht er die Beute auch noch her zu dir dann. Krass. Was ist denn das, was sind diese blauen Kristalle? Welche meinst du? Die Kugeln? Ja. Das ist für deine Energie. Und hast du die letzte Fähigkeit schon? Nein. Die letzte zwei. Die ja. Zwei kann ich dir auch empfehlen, da tust du Gegner blenden. Okay. Und da machst du extrem viel Schaden mit deiner Nahkampfwaffe. Weil dann der Bonus drauf zählt von Schleichangriff. Schadensmultiplikator. So. Aber es werden auch pro Gegner Level dann auch immer mehr Gegner und alles mehr. So, jetzt können wir entscheiden, ob wir weiterkämpfen wollen, bis Welle 10 oder rausgehen. Was würdest du empfehlen? Ja, eigentlich. Ja, machen wir mal weiter. Was ist das, links oder rechts? Rechts. Den Kampf. Alright. Aber hättest du dich jetzt eh nicht entschieden, dann wärst du automatisch weitergekommen. Alles klar, verstanden. Aber jetzt werden die Gegner auch schwerer und so weiter. Mhm. Und die Belohnung wird auch besser. Ich mich schon, wenn du Level 10 bist. Wieso? Was gibt's da? Eine letzte Fähigkeit, die beste. Okay. Bei der Figur ist die beste. Ich finde die anderen jetzt auch nicht so schlecht. Aber du hast die letzte noch nicht gesehen. Vor allem wie viel Schaden. Da kannst du locker bis Level Gegner 20 kämpfen. Wenn das noch nicht gemottet ist. Hm? Locker. Ah, ja. Und du hast noch mal was zum Modden. Hast du genug Gegner? Entschuldige? Du genug Gegner hast. Ja, läuft, definitiv.
Ich pick nur manchmal ein paar raus. Und da oben siehst du doch noch das Symbol mit die drei Kreise, was verbunden sind. Ich hab den schön an der Wand festgenagelt. Da steht doch da manchmal immer geteilte Erfahrung. Achte ich ehrlich gesagt nicht drauf, weil es ein bisschen zu weit aus meinem Sichtfeld ist. Schau mal rechts oben drauf. Ja. Jetzt steht oh, da Tatsache. Geteilte ja, Erfahrung. Ich seh's gerade. Das bedeutet, in einem Umkreis von 50 Metern, glaube ich, war's, teilen wir uns die Erfahrung. Wenn ich einen töte, bekommst du die Erfahrung. Krass. Aber okay. Nur im Umkreis von 50 Metern. Ja, macht ja Sinn. Kannst du später auch noch verbessern, aber dann hast du was anderes dafür. Ne? Wenn du Munition brauchst oder so, sag Bescheid. Alles gut. Ich hab mehr als genug. Warte, pick ich mir schon raus. Kannst normalerweise nicht reinschießen. Aber da meine Waffe den Laserstrahl zu den anderen Gegnern springt, geht es. Also du merkst, es werden auch immer mehr Gegner. Du hast ja kurz so, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja gerade das Geile bei Verteidigung. Wenn du halt höher anfängst, bei Level 40 oder so, brauchst du wieder was anderes. Da gibt es doch dieses Spiel, was so ähnlich ist wie Mirror's Edge und auch mit einem Ninja und so, durch irgend so eine Spacey-Welt. Das erinnert mich so ein bisschen da dran. Meinst du das Ghost? Nee. Ja. Ghost war noch. War auch erst rauskam, oder? Mhm. Aber was ist auch ein paar Leute echt witzig finden, ist, dass kein Publisher da das Spiel hier unterstützen wollt, sondern bringen sie jetzt mittlerweile Anthem raus und die ganzen anderen Spiele rein. Ja, absolut. Weil ich bin mal gespannt, was mit dem 2.0 noch wird. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht dran, dass es ein voller Erfolg wird. Nee, die Spiele sind bei Status Quo. Wir versuchen jetzt noch einen Return auf den West irgendwie zu sichern, aber machen gefühlt ohnehin jetzt schon Drauflegeschäft daraus. Aber wenn das Spiel jetzt eh schon fast keiner spielt. Ja, es macht doch keinen Sinn, das ist verbrannt. Das komplette Label kannst du eigentlich gefühlt wegschmeißen. Was ich eigentlich total schade finde, weil ich stehe eigentlich voll auf so Meckers und Suits und Draufgeholze, aber es ist echt absolut inkonsistent, wann du halt was bekommst. Ich will lieber warten. Ja, hier gibt es ja auch so verschiedene Arten. Gibt es auch sogar einen Warframe, der kann sich zu einer Fee verwandeln. Und zu einer Fee? Ja, und dann kannst du hier rumfliegen. Ach was. Gibt es einen, der kann so Tote wieder beschwören. Ach, bist du schon fertig? Was machen wir noch mehr? Oder gehen wir raus? Oder? Boah, von mir aus. Dann machen wir deine Quest dann noch fertig. Stimmt, ja, da war was. Und dann spielen wir eh die ganzen normalen Missionen. Ist das dann die letzte? Weißt du das? Ja, schon. Okay. Und dann da besiege Captain vor. So. Hab ich irgendwas da hinten? Nee, hab ich nicht. Ich hab ganz viel Level-Up, glaube ich, bekommen. Stufe 9. Excalibur.
Ja. Gucken wir mal nach Verbesserung. Was haben wir da rumfliegen? Also wir haben... Ach du Heiliger. 6 Kapazität Remaining. Ist ja krass. Gleichgewicht. Einer mit. Da ist immer noch 2 übrig. Feindgespür. Ich nehme jetzt mal Feindgespür noch mit rein. Voll, warte mal, habe ich mich gerade verguckt? Nee, passt. Ja, das ist Aura-Modus, whatever. Was haben wir noch? 4 Stück. Sturmbringer, Verderben. Trommelmagazin plus 18 Munition. Jawohl, ja. Komm, keine Ahnung. Sehe nicht mehr. Hast du eigentlich schon Endo jetzt? Bestimmt hast du Endo. Hast bestimmt ich hab, was. Also verfehlt. ich hatte ja 5 Endo bekommen. Von. Bei dem Excalibur würde ich am Anfang alles mit Energie verbessern. Energieeffizienz, mehr Energie, Dauer auch noch. Das wäre das Wichtigste am Anfang. Ich weiß nicht genau, was Fluss, also was mit Fluss gemeint ist. Fluss plus 18 maximale Energie. Dass du kannst eine begrenzte Anzahl an Energie haben. Das steht ja da irgendwo bei deinem Warframe. Was macht eine Energie in dem Moment? Ist es dann eher Schild, Leben oder? Das ist die Energie, was du verbrauchst, wenn du deine Fähigkeiten benutzt. Okay. Das siehst du, wenn du auf dein Warframe auf Fähigkeiten gehst und auf das Fähigkeiten-Symbol, dann steht da Abzug so und so viel Energie. Weißt du, was ich meine? Noch nicht. Vielleicht komme ich noch dahinter. Aber ohnehin, meine Primärattacke. Achso, was stimmt. Die Attacken 1 bis 4 verbrauchen Energie, richtig? Ja. Ah, okay. Ich hab wieder vergessen, dass ich da noch so ein Mana-Ding habe. Wow. Beim Excalibur versucht man als erstens, dass es so viel Energie wie möglich hat für deine letzte Fähigkeit dann. Mhm. Du wirst dann verstehen auch, wieso ich das meine. Und dann erst die Fähigkeitsstärke, dass die auch noch stärker wird. Weil für den Anfang wirst du dann merken, ist das super. Plus 20% Nahkampfschaden gegen 0,3 Reichweite. Wenn ich jetzt wüsste, was für eine Einheit 0,3 sind. 0,3 Meter. Hä, ist ja fast nix. Nämlich die Raserei. Aber du kannst das auch verbessern. Stimmt ja, könnte ich machen. Mod. Stimmt, ich habe 200. Was habe ich denn 200? Also wenn ich jetzt 200 geschenkt bekommen haben müsste, dann müsste ich ja nicht 205 haben, gefühlt. Okay, also irgendwas ist mir unterschlagen worden, glaube ich. Was mit die 200 Endo? Ja. Wir haben doch gerade eine Mission gemacht. Ja, ich weiß, aber dann müsste ich ja von der Mission 195 bekommen haben, was ich, glaube ich, sehr als ganz untypischen Wert empfinden würde. Muss sein, dass wir echt einfach 200 haben. Jo. Zum Beispiel 15 bekommen. Aber du kannst das doppelte Karten auch zerlegen, zum Beispiel. Ich habe fast alle Karten installiert, wenn ich ehrlich bin. Was macht denn jetzt Sinn, abzugraden mit den 200? Oh Gott. Bei der Warframe-Kontinuität. Stimmt, da war was. Aber das ist ja noch nicht mal die ganze Kontinuität. Fusion in die ausgewählte Mod beginnen. Kontinuität. Was willst du denn haben? 30. Oder du machst Gesundheit, war auch nicht schlecht. Ich glaube, das wäre besser. Umlenkung. Weil die Karte ist ganz. Rang 2 oder Rang 1?
Mach Umlenkung so viel wie geht. Am Anfang. Echt? Ja. Was du machen kannst, was du dir leisten kannst. 150. Oh. Das heißt aber, sprich, wenn ich die Fusion verwende, dann steigt auch die Anzahl, die die Karte braucht, damit ja, sie in meinem Slot drin bleibt. Ah ja. Ja, dann. Das ist ja der Clou. Verstehe. Aber um die Karten noch richtig ausnutzen zu können, musst du die verbessern. Verstehe. Und ich glaube jetzt, ob 3% Fähigkeitsstärke, auch wenn es nur 10 wert, die 10%, das lohnt sich nicht. Vor allem am Anfang nicht. Lohnt es sich eigentlich, defekte Karten zu fusionieren? Kannst du machen, wenn du nichts Besseres hast, aber kann sein, dass du sehr schnell was bekommst und wenn du da Meisterschaftsrang 2 bist, noch einmal so einen Test gemacht hast, dann kann ich dir die Karten ganz geben. Okay. Dann würde ich sagen, lass es erstmal so stehen. Und wenn ich sie alle doppelt da habe. Jo. Jetzt können wir mal gucken. Ein bisschen was würde ich halt schon noch gerne irgendwo investieren. Das muss aber auch Sinn ergeben. 20% Nahkampfschaden ist aber defekt. Ist nicht geil. Oder geht's jetzt schon los, dass du überlegst? Ja, das ist. Ich glaube, das ist das Gefühl, glaube ich, der größte Zeitfresser schlechthin. 5% Angriffsgeschwindigkeit. Ach Quatsch, ich gehe immer aus dem Menü raus, aber eigentlich ist ja. Kann ich ja direkt auch zum Primär wechseln, im Zweifelsfall. Ich habe aber so viel. Ich würde einfach mal weiter. Ich habe zweimal. Ja, macht Sinn. Also die 50 Endo schenke ich mir jetzt. Ach nee, Quatsch, warte mal, ich muss ja erst noch das blöde Ding auswählen. Dadurch, dass das Ding jetzt hier aus meinem Slot rausgeflogen ist. Das war. Boah, lol, Level 8 haben. Boah. Das ist krass. Raus. Was ist denn das für ein. Obwohl, warte mal. Ha! Reicht. Perfekt. 200% Schildkapazität, ja, läuft. Alles klar. Are you ready, Tenno? Facing Vor is the only way to rid yourself of him permanently. Feste. Der war mal eine Zeit lang gefühlt unbesiegbar. Hm? Vor 7 Jahren. Vor 8 Jahren. Ah, du hast öffentlich gemacht. Hab ich? Okay, das war jetzt keine Absicht, aber ich hab mir schon gedacht, dass da was geht. Wer sich jetzt denken will. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hat er meinen Stream gesehen, wer weiß. Ist es random, wer da so joint? Ja. Okay. Der hat auch gerade erst angefangen. Lol. Aber normalerweise ist es nicht so. Ich, ja, aber der, ich der Kollege mal ist schon eine Runde als Fee. Ich bin jetzt eine Fege. Ich bin eine Biene. Schau, bin ich wieder groß. Jawohl. Da lang. Ich hab mal einen Granatwerfer mitgenommen. Aber das ist leider nicht so gut. Weil der ganze Clou bei den Gegnern ist, wenn die Level 100 sind, machst du nur noch 0,1% Schaden. Oh lol, ab okay. 105. Okay, wo ist er denn? Hallo, wo steckst du? Ist da oben der Punk los? Ach geil, da ist er ja. Am Meer. Hier wollen wir noch ein paar Farben. Will survive.
Ich habe damals eine halbe Stunde auf den einen geschossen. Okay. Weil er so überpowered war. Okay. Keine Munition, nichts mehr. Auf der PlayStation auch noch. Ach, du Heiliger. Da geht's rein. Ja. Ah, eine gute Stube. Was du deine erste Quest eigentlich abgeschlossen hast. Aber ich glaube, ich zock noch so eine Stunde. Ja, makes sense. You've done it, Tenno. So. Voris Ascaris is gone. You are free now. You're free now. But your work has just begun. The origin system is in chaos, and it needs you, Tenno. Vor was just a part of the Grineer machine, and we have seen that the Corpus have begun amassing weapons of their own. It is a dangerous time. Ein bisschen schade, dass ich gefühlt nicht durchswitchen kann, wenn ich irgendwelche Mods konfiguriere. So? Ne, es geht nicht. We will be at your side. There will be others too. It is time for the Tenno to return. So, what mission will you do next? Gut, fertig. Dann kann weitergehen. Huch. Was ist denn das? Voidrisse. Ja, da. Da brauchst du so Relikte und in den Relikten sind so Prime-Gegenstände da drin. Also bessere Varianten von den Standardwaffen. Schau mal rechts oben, das sind doch so Icons. Ja. Da ist eins für so Quest und so weiter da. Schließe den Pfad zur Brücke ab und erfülle alle aufgelisteten Aufgaben. Hä? Ich hab doch alles. Was will der denn von mir? Die Aufgabe für die Brücke. Ach, das ist eine Einzelspielermission. Ja. Musst du den töten und dann schaltest du den nächsten Planeten frei. Macht man denn erstmal Voidrisse oder was meinst du? Du brauchst Relikte erst dafür. Da müssen wir normale Missionen spielen. Bist du sicher? Ja. 100%ig. Okay. Also muss ich erstmal die Venus-Nummer machen. Also muss ich erstmal die Venus-Nummer jetzt machen. Ja, wenn du willst. Na jo, dann. Hoch. Dann schaltest du die gleich frei. Wir können ja auch dann mal zur Open World dann auch mal schauen. Ja. Du guckst gerade auf dem iPad. Ja, zwischendurch. So. Lüft. Wo geht's hier lang? Oh, lol. Haben eine Klinge, okay, und jetzt? Aha, du hast deine. Wie? Und jetzt? Kommt da noch was? Du musst bei der erhabenen Klinge. Ja. Und die aktiviert hast, dann musst du Nahkampf machen und dann schießt du zu Laserstrahlen. Ja, genau.
Die machen viel. Ich bin fertig. Das war's schon. Okay. Dann hast du mal kurz einen Metzger gemacht und dann bist du wieder rausgegangen. Super. Ja. Hui, hui. Alright. Und das sind. Ich habe einen Kopfschuss hingelegt. Oh, okay. Sagen, dass wir dir dann erstmal eine Waffe schon mal eine herstellen, oder? Boah, okay. Oh, jo. Ich erst mal schauen, was es in deinem Level überhaupt gibt. Oh, lol. Eine ganze Menge Missionen. Ah, jetzt hast du schon mal ein paar bessere Mods bekommen. Okay. Dann, ja, gehen wir mal gucken, was wir da haben. Aber wenn du zum Store mal gehst. Der Store war oben in der Brücke oder war der unten? Oben. Okay. Wenn du von unten nach oben kommst, rechts. Ja. Hab ich. Gehst mal auf Waffen, Primärwaffen. Ach lol, da ist ja eine Subkategorie. Ja. Got it. Da gibt's die normale Braton. Zu kaufen. Jetzt hast du die MK1. Ja, ich weiß. Die normale okay. Kannst dir für 30.000 oder so kaufen. Ja, 25. Das wäre schon mal etwas besser. Okay. Das ist echt. Kann ich auch filtern nach Währungstyp? Die anderen Waffen kann, die was du nur mit Echtgeld hier im Shop kaufen kannst, die gibt es entweder im Dojo, in deinem Clan-Hauptquartier zum Herstellen. Mhm. Und wenn du draufklickst, dann gibt es auch manchmal ein Feld, da steht da Blaupause. Das ist der Bauplan zum Kaufen. Zum Beispiel bei der Hind oder Bursten. Kann ich den jetzt kaufen? Braton. Ja, ich guck gerade. Ach, da ist kaufen, okay. Also manchmal krieg ich die Buttons nicht von den Statusinformationen unterschieden. Ja, alles gleich, ein Braton ist da. Ich glaube, für dich eine gute Anfangswaffe zum Herstellen. Für dein Level. Mhm. Glaube ich, die Börse wird gute Werte, was ich jetzt gesehen habe, was du dir herstellen kannst. Ich noch mal gucken wollte, ist noch ein Schwertchen. Bursten. Oder magst du eher eine gute Nahkampfwaffe? Oder so, eigentlich ist Nahkampf schon ziemlich wichtig. Aber als Nahkampfwaffe hast du dann dein Excalibur Schwert. Hm. Kannst du jetzt auch anpassen. Er habe eine Klinge. Dann gehen wir mal unten gucken. So. So, was zum Herstellen. Welche Waffe hast du unten gemeint gehabt im 3D-Drucker? Willst du jetzt eine Nahkampfwaffe herstellen? Puh, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich gar nicht, was ich will. Eigentlich bin ich momentan zufrieden. Du hast ja deine Fähigkeit von der Figur. Aber hol dir mal bei der Primärwaffe die Bursten-Blaupause. Das ist ein Sekundär. Das ist, warte mal. Die Bursten-Blaupause. Die musst du oben im Shop kaufen. Ach so, okay. Wenn du Geld hast noch. Ja, ein bisschen habe ich noch. Ist es dann Kategorie Blaupause? Gibt's sowas? Nee, gibt's nicht. Blaupause heißt Bauplan, sozusagen. So gerade? Den musst du dir im Store dann kaufen. Du kannst auch bei Suchen eingeben. Was? Wo hast denn du die wo hast denn du die Baupläne? Gibt's im Shop zu kaufen bei Waffen. Und wenn du auf die Waffe draufklickst, steht dann da Blaupause. Ach so. Gegenstände ohne Blaupausen verstecken.
kannst sogar hier kaufen, was ich dir geschickt habe, wenn du da drauf klickst. Okay. Ja, geht. Ah, okay. Jetzt habe ich es geschnallt. Du kannst. Ah, ja, der Kaufmodus ist anders. Okay. Alles klar, habe ich. Warte mal, das will ich mal kurz üben. Das heißt also, ich nehme mal die Braton, wenn es schwachsinnig ist. Okay, Braton kann ich nur kaufen, da gab es keine Blaupause zu. Ja. So, dann die Burston ist genau nebendran, genau verstanden. Und die hat die Blaupause im Submenü. Okay, verstanden. Und die anderen Waffen, was keine Blaupause da haben, da gibt es die Blaupause woanders. Zum Beispiel im Dojo. Das heißt, gegen Echtgeld kriegst du die Waffe sofort, aber gegen Ingame-Währung... Ja, verstanden. Musst du sie dir halt herstellen. Okay, also Bursten wird hergestellt. Waffen sind eh leicht zum Herstellen. Ja. Dauert noch 12 Stunden, Alter. Und die richtig seltenen Waffen kannst du gar nicht da drin kaufen im Shop. Das ist schon mal was Gutes. If I may say, Operator, your chosen warframe suits you. Ha, ha. Kannst du das sogar schon herstellen? Was ich mich gerade frage, ist, wieso habe ich bei Braton aktuell eine 0 stehen? Weil die Level 0 jetzt ist. Ach so. Okay. Aber die ist schon um einig. Die ist deutlich besser als die MK1. Mhm. Verstanden. Die ist auch schon an den Werten und an der Feuerrate alleine. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht geguckt. Das Ding ist defekt. So. Das ist nicht ganz so viel Sinn. Vielleicht habe ich noch zwei. Der ist normal, der ist defekt. Achso, nee, geht nicht, weil. Ja. Immer eine Einladung. Ich sehe es gerade. Wir kommen mal mit denen so lange. Falls du nicht anders so. Ne, der ist noch. Der ist noch gelockt. Kann man nichts machen. Okay, der ist defekt, aber. Schadengegner. Schaden. Okay, und raus. Alright. Achso, akzeptieren. Okay. Stimmt, ich habe vergessen, dich wieder einzuladen, ja. Mit welcher spielst du jetzt? Mit der MK1 oder? Nee, mit der richtigen, keine Ahnung. Ich habe gerade nur geguckt, dass die Mods alle drüben sind. Ich nehme auch mal eine Braton. Was mir gerade einfällt, ich müsste vielleicht nochmal kurz durchgucken, ob die anderen nochmal Modis haben wollen. Glaub's aber, du kannst es, glaube ich, auch nicht. Die erhabene Klinge verbessern, die Fähigkeit von deinen Waffen, oder? Wie mache ich denn das? Ach doch, hier, Verbesserung. Oder? Stimmt, kann ich. Zwei Pünktchen habe ich. Ja, voll. Auch schon überlegen, ob ich Excalibur mal spielen soll. ich nehme ihn auch. Muss meinen noch mal was zurücksetzen. Was wollen wir machen? Mach einfach. Also, ich bin jetzt nicht wählerisch. Gehen wir mal in die Open World. Ach, scheiße. Ja? Rausgeflogen. Okay. War mein Fehler.
schätze auch das. Da gibt's drei so kleine Open Worlds. Okay. Ich würde sagen, wir spielen so bis 6:30 roundabout. Passt es bei dir? Ja. Okay. Oder wir machen dann noch so ein Event. Das machen wir. Ja, nur zu. Aber ich weiß nicht, welches Level. Ich sehe, das läuft bald ab und dann kannst du noch ein paar Gegenstände abräumen. Ich habe aber keine Ahnung, was wir da machen müssen. Ja, dann geh doch rein. Also, Mammut zur Lücke. Nimm nur meine Besten. Das ist was mit. Ich weiß nicht, was uns jetzt da erwartet. Das kann auch sau schwer sein. Dann ist es halt so. Ah, 15 bis 25. Die erste Mission von da. Frage ist aber, ob wir das noch schaffen, das abzuholen. Werden wir sehen. Ein bisschen. Rampage. Du musst der innere Krieg vervollständigen, um diesen Ort betreten zu können. Hä? Sagte dir jetzt erst. Ja, geil, ne? Ich geh schon wieder raus. Sind wir überhaupt noch in der Party? Nein. Ne, Party ist down. Party ist down! Gehen wir doch in die Hauptwelt. Ey, dann los. Das war nicht. Du ready bist. Ich bin bereit. Achso, muss auf Play drücken. Genau, passt. Fängt das schon wieder an? Ich hab wieder gerade einen Spammer im Chat. Oh Gott, ja. Pickfollows.com, ja. Ja, den hab ich, der kam gestern schon vorbei. Was für ein Spaten, ey. Sieht ein bisschen nach Kultisten aus. Wie kannst du die Dings machen? Die Begrüßung und so? Wenn du auf Q drückst, gedrückt hältst, ja, ach, hast du so ein Ausrüstungsrad und dann auf Emotes rechte Maustaste. Ah, lol. Okay. Da kann man auch so grüßen, auch Handschlag. Warte,
Ist das das? Nee. Nein, das ist definitiv nicht. Das ist so ein komisches Symbol. Weil so Halbkreis, sag ich mal. Okay, das ist Winken. Aber sein, dass es auch nicht drinnen ist. Komisches Symbol. Also ich habe jede Menge Halbkreise, deswegen weiß ich es gerade nicht. Wir sprechen Pan, tiefe Verfolgung. Das sieht man dann Warframe nicht. Bei dem Symbol. Wir sprechen. Nee, habe ich nicht, glaube ich. Okay. Kann sein, dass du es auch ausrüsten musst. Wahrscheinlich. Ah, hast du nicht drin. Nee. So, jetzt folgen wir mal. Hä? Hier. Ja? Gib dir jetzt mal eine Blattrundschau sozusagen. So. Hier geht's ins Lager. Gehen wir mal links rum. Hier ist der Fischhändler. Okay. Kann Fische extrahieren. Daraus gewinnst du Material, was du dann später brauchst, um gewisse Sachen herzustellen. Das heißt, du kannst angeln? Oder ja. Wie kriegst du echt? Mit zum Speer angelst du dann. Kannst du mal hier draufklicken. Different fish need different bait. And fish of fish schneiden. Is your one-stop Let's see what you've got. Aber das siehst du. You have no fish? Okay. Well, what are you waiting for? Go catch some. Gehen wir mal weiter, oder? Mhm. Bergbau gibt's auch. Das ist dein Ansprechpartner hier. Das siehst du auch am Symbol oben. Warte mal, ich glaube, davon müsste ich was haben, oder? Nein, das sind spezielle Bergbau von dem Planeten. Mining Tools, Scanning Gear, huh? Kriegst du so da Kristalle und so. Du musst erst eine Mission machen, dass du dir den Schneider kaufen kannst bei Waren ansehen. Okay. Du siehst dann so einen Schneider drin. Hast du einen Schneider oder so? Gehen wir mal weiter. Jagen kannst du auch. Dein Ansprechpartner dafür. Da bekommst du. Jagen habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber da kannst du dir so Köder und so holen. Mhm. Bei dem Spätze. Aber das Beste ist das hier. Da kannst du deine eigene Nahkampfwaffe herstellen. Aha! You desire this our weapon Hawk is so famous for. Allow Hawk. I am Hawk. To sell you blueprints for weapon parts. Forge them in your foundry and then andere also Komponenten nötig, okay. Die einzelnen Komponenten musst du dir alles herstellen, aber dazu musst du dir erst hier einen Ruf erarbeiten, sozusagen. Okay. Hier vorne kannst du so komische Masken kaufen. Was wird das machen? Und so Stofftiere, mhm. Was du in deinem Raumschiff ausstellen kannst. So Deko-Zeug, sag ich mal. Und hier vorne gibt's deine Aufgaben. Ein Auftragsgeber. Mhm. Der Kollege hier. Konzo. Platzkopf. Sieht schon ein bisschen tot aus. Wasdula, halt nicht mehr der Jüngste, oder? Interested in working for you? Come back again soon. Willst du mal einen Auftrag machen? Können wir machen, ja. Oder einfach mal so in die Open World raus. Ja, lassen wir die Open World rausgehen. Ist, glaube ich, interessanter wie das. Dann komm mit. Ladet ja gerade. Wie du auch merkst. Ja, ja. Es ruckelt ein bisschen. Am meisten sollte ist er dann schon fertig. Ja. Mhm. Wenn du alleine spielst, dann geht die Tür meistens auf, wenn du schon vorne stehst. Mhm. Auf M kannst du die Karte anschauen. If local legends are true, ist die Karte da? Ist die Karte da abgeschnitten? Also geht's da noch weiter? Oder ist es das dann gewesen? Nee, das war's dann schon. Okay.
Also die Open erste. World ist trotzdem überschaubar. Ja, die, das sind immer so kleine Gebiete. Okay, verstehe. Davon gibt's 3 Stück. Beispiel ja. Hier kannst du eigentlich schon anfangen, wenn du einen Speer oder sowas hast. Aber dazu müssen wir einen Auftrag machen, um anzukommen. Kann ich... Muss ich jetzt in Minuten oder so? Nö, hier kannst du einfach nur frei erkunden und Sachen abbauen und so. Okay. Samen ist auch wieder eine Sache zu sehen. So it goes. Und was es auch gibt, huch, schau mal, was ich kann. Hm. Bist du hin? Hier oben. Da oben. Seh's ja. Nennt sich Arschwing. Aber da, muss, da gibt's auch noch eine Quest, die was du machen musst, um den herzustellen. Verstehe. Hm. Gibt's auch noch sowas Hübsches hier. Das Hoverbot, ja, hab ich gesehen. Kannst du sogar so Tricks machen. Aber ich weiß, jetzt hat's mich schon ausmalen gelassen. Also schwimmen kannst du offensichtlich gar nicht, ne? Nein. Aber kommst du ins Kanal? Nee, das ist schade. Lol, hier ist das Hoverbot, aber ich kann es nicht benutzen, schade. Aber das hier kannst du benutzen, so ein Kleider hier. Oh, jetzt hast du ihn zerstört. Oh, Entschuldigung. Dem hättest du schön fliegen können. Ah jo, passiert. Aber da gibt's immer noch ein paar. Was? Hol dir jetzt mal das Kleid. Okay. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe irgendwie Level 13 Aufstieg bekommen gerade. Warte nicht auf das Schießen. Okay. Jetzt hat. Da reingehen. Wenn du willst. Wie geht das? Ah, eh. Jawoll. Das ist ja lustig. Ja, ich bin auch hier. Kannst auch nicht mehr hin, das ist auch schon die Wand. Oh, ich merk's grad. Siehst du an den Säulen hier bei oh, dir lol. Auch. Ja, der Minimap. Aber irgendwie kann man hier auch Missionen starten, das haben sie mal geupdatet auch schon mal. Okay. Ich schau mal, ob ich was finde. Wenn nicht, müssen wir wieder zum Eingang zurück. Gute ist, man erkennt den Eingang auch relativ leicht, wenn du fliegst. So? Ich geh da drüber ab. Also bei dir geht die Energie immer schnell weg, oder? Bei der vierten Fähigkeit. Ja, ja, auf jeden Fall. Du siehst ja auch bei mir den Energiebalken, gell? Ja. Siehst du, wie langsam was weggeht? Ist gerade schwierig, mich drauf zu konzentrieren. Ja, also so gering, dass das nicht mal gleich ist. Okay. Das ist nur wegen den Karten so. Okay. Wollen wir eine Mission starten? Ja, können wir machen.
müssen wir wieder zurück. Wo war das noch gleich? Da. Boah. Das erkennst du daran immer, du schaust, wo der große Turm ist, was du da im Hintergrund siehst. Ah ja, ich seh's. Und dann schaust du nach so einem weißen Eingang da. Oh, scheiße. Nein, schon wieder. Wenn du Reichweite rein tust, geht dein Dash auch mega weit vom Excalibur. Okay. Dash du einmal und dann bist du 40 Meter vorn. Jawohl. Aber dafür machen deine Fähigkeiten wieder weniger Schaden. Weil die Karte eine Stärke runterzieht. Was denn? Hier hinten habe ich was Schickes für dich zu fliegen schnell. Habt ihr was besorgt? Wäre nicht nur dich gewesen. Aber das Teil fliegt sich ganz anders als mit dem, was ich umfliege. Bist du echt sauschnell. Echt wär's der Hackfleisch. Ja klar. Aber es ist ja nahezu kein Volldamage. Außer ein bisschen Stun. Ja, und den kannst du auch noch leicht umgehen. Aber ist ja gut so. Für was wirst du denn hier gefeiert, ey? Was ein Quatsch. So. Aufträge. So, machst du das mit dem alten Mann? Gut. Dann tue ich mal ganz kurz den Kollegen mal gerade melden. Das. Warte mal. Willst du schon Stufe 10 bis 30? Ja, bis warum 15 nicht? 15 oder 15 bis 25? Boah, mach wie du denkst. Aber tendenziell schwer ist schon gut. So, Hassreden, seitenübergreifend oder Spam. Eieiei, beide. Aber warte, nimm. Shit. Aber geh dann bitte noch nicht rein. Ich nehme noch eine andere Figur mit, weil du kannst ja nicht fliegen oder so. Ja. Da muss ich auch noch mal schnell was nachgucken. So, und blockieren. Jawohl, tschüsser. So läuft das. Ist auch schade, dass ich den aus dem Chat. Ne, sperren. Ich tue gerade den Spammer. Vielleicht steht da. Ja, ich tue gerade den Spammer direkt rausholen. geht halt gar nicht, sorry. So, also ich soll noch nicht akzeptieren. Kannst schon jetzt, ich bin schon so. Kannst dich mal wie Flash fühlen. Was? Kennst doch vielleicht Flash, oder? Ich kenn Flash Gordon, ja. Ach ja, und den Flash kenne ich auch mit dem roten Blitz, mit dem gelben Blitz drauf. Ja. Wirst du sehen, was ich meine. Ich habe jetzt den Volt dabei. So, wo geht's lang? Zeigt uns jetzt gleich einen Wegpunkt an, aber komm mal schnell her. Hier gibt's Energie. Was müssen wir denn machen? Ich tank mich schnell noch auf mit Energie, jetzt bin ich voll. Okay. So, jetzt pass mal auf, jetzt lauf.
Nicht schlecht. Jetzt könnte ich auch noch mal um die Hälfte schneller machen, aber dann verbraucht es viel mehr Energie. So mache ich das die ganze Zeit. Und du schlagst doch schneller zu, wie du vielleicht gemerkt hast. Muss man hier die Gegner töten. Richtig, ja. Aber in dem Gebiet, das da und ja angezeigt wird. Alter, Bums der. Kann auch hier so Schilde aufstellen. Da kannst du durchschießen, aber die Gegner nicht und du machst Bonusschaden. Jawohl, ja. Supplies incoming. Das ist auch. Make sure the Grenier never get their hands on them. There's the supply beacon. Grab it, so I can call in the drop. Wir müssen nicht mal Gegner töten. Wir müssen nur die Vorräte verstecken. Destroy the supplies before the enemy can get their hands on it. There's the supply beacon. Grab it, so I can call in the drop. That's the last pod. Destroy the supplies. Das war ja schon wieder fast gefühlt so einfach. Das sind ja auch noch zwei. Aber gut, töten kannst du die noch, oder? Ja, entspannt. Vor allem deine letzte Fähigkeit, die in der sollten die ein, zwei Schläge tot sein. Ja, klar. Ich habe auch eine Patron dabei. Hab zwar nur, hab nur noch die bessere Variante, aber ich habe auch einen mit dem klassischen Skin. Every pack has an alpha. I've identified one. Wenn du den Sprung machst und rollst, noch ein bisschen ticken schnell. Ich höre zwei Gegner, aber ich sehe keine. Die kommen oft immer, die tauchen so komisch auf. So. That's it. The targets come out for a fight. Make it their last. With that alpha out of the way, Dr. Tangus has no way of reaching the defector. This has brought us time. Kauft ihr das bis jetzt so? Ja, ist okay. Meistens tötet man halt einfach nur. Aber es macht ja auch am meisten Spaß bei dem Spiel. Es ist halt schon schnell. Es ist halt schon ein bisschen was von Quake eigentlich. Und die, ja, ja, sagst du selbst, Macher von Unreal Tournament. Die waren dabei bei der Entwicklung. Naja, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Die haben mir einen Fingerprint schon gut hinterlassen. That Grenier is carrying a Groctral Processor. Take it from him. Where are they coming from? Void. Who did this to them? Aber die Aufgaben sind eigentlich auch immer recht simpel. Ja, sind so.
Das Einzige, was immer so ein bisschen schwierig ist, ist immer noch den Gegner richtig zu sehen. Vor allem hier jetzt, muss man mal sagen. Ja, ja. Gut. Okay. Oh, lol. Hey, what the fuck? Ich fahr jetzt. Ist selbst wieder belebt, oder? Ja, ja. Tanzte viermal. Wenn ich mich ehrlich... Ich frage mich schon gerade, was mich ja umgebracht hat. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Oh lol. Okay, jetzt habe ich ihn bekommen. Ah, ich glaube, das war der Drop. Verteidigen. Ach so. Schauen, jetzt sieht man auch einen Lebensbalken. Ich mach mal meine Schilde außenrum. Oh lol. Mann, diese Schilde ich auch. Sind die? Du übrigens, wenn du durch das Schild hier schießt, bei mir machst du auch noch einen Schaden. Echt jetzt? Ja. Ah, ja. Und plus Elektroschaden. Nicht so schlecht. Kannst du die gut töten? Eigentlich. Gibt's auch noch so eine Testarena auch noch. Okay. Aber die musst du ja auch erst freischalten. Aber ich glaube, ich kann dich sogar einladen. Könnte man danach auch noch mal reinschauen. Ja, die Zeit wird ein bisschen knapp. Ja, deswegen nur kurz vorbeischauen. Noch. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, schon. Bevor wir jetzt noch was starten. Steel Meridian have identified a ghoul who may be a candidate for defection. Unfortunately, the Grenier have already come to the same conclusion. I need you to rescue this individual before it's too late. Lass es auf den Buff wieder. You've been detected. Hurry up and free the prisoner before that collar explodes. The guards are down. Defuse the collar now. Also hast du auch mal wieder was Neues gespielt. Willst du es noch weiter spielen oder? Also nicht alleine.
Okay. We can no longer complete our objective. I will let Konzu know we have failed him. Wird mal schneller hacken müssen. Ja. Ich hab's doch jetzt gar nicht geschnallt. Ich hab's auch verkackt. Bald mal wieder zurück. Okay. Da ist wieder der große Turm. Und wieder nach dem Eingang. Soll ich dir ein Gefährt besorgen? Nee, entspannt. Wir machen das schön zu Fuß. Geht ja eigentlich auch schon mit der Fähigkeit. Da komplett nur runterrutschen, wenn du willst. Geil. Ich sehe schon den Eingang. Deswegen springe ich auch so oft rum. Kann ich verstehen. Du machst keine Rolle noch in der Luft, oder? Doch, mache ich. Auch? Ja. Jawohl, dann hast du eh schon den Master schon. Ah, sehr schön. Jetzt mal ein Auftrag. Dann lade ich dich mal auf das eine ein, oder? Ah jo. 15 Minuten haben wir noch. Da kann man auch Gegner... Du hast gerade die Gruppe verlassen, oder? Ja, man muss verlassen, um rauszugehen. Okay. Ich muss nur noch aus. Okay. Es war ein Fehler, Excalibur Starter zu nehmen. Tja. Warum? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Aber das ist scheißegal. Und ich glaube, am Ende vom Tag gibt es für alles so ein gewisses Pro und Contra.
Ja, genau das, was ich gemeint habe. Oh? Ja, das ist nachvollziehbar. Aber den anderen kannst du dir gleich im Dojo auch herstellen. Den anderen kannst du auch beim Boss erfahren. Okay. Das ist ganz einfach eigentlich. Eigentlich egal. So, wie schaut's aus? Schauen, ob das geht. Ja. Das sieht so aus. Okay. Huch, leckt. Hm. Ah. Leckt. Okay, gib mir kurz ein... Kannst du auch auf das Terminal dazu greifen? Nein, kann ich nicht. Weil hier kann ich nämlich Gegner spawnen lassen und die zum Beispiel einfrieren. Ach so? Beispiel wie hier. Wir haben jetzt auch ganz viel Rüstung und deswegen machst du auch fast keinen Schaden. Stehe. Ich mach mal schwächer. Kann die auch jetzt loslaufen lassen, ne? Hast du die gerade alle getötet? Ja. Ich mach die Gegner mal Level 10. Komm ich da wieder hoch? Ja, du musst hochspringen. Okay. Einfach muss den einen Sprung machen hier unten. Okay. Du musst ducken oder rutschen, nach ganz nach oben schauen und dann springen. Ach so. Also an die Decke schauen. Das ist das, was ich gemeint habe. Hm. Stell dich mal hin, duck dich und schau ganz nach oben, so weit oben wie du kannst. Genau. Ah, okay. Das ist tatsächlich ungewohnt. Das ist sehr ungewohnt. Lol. Werden da Level 10. Da haben wir dann die Fähigkeit einhauen. Und abgestürzt. Schön von der Plattform geflogen. Geil. Nur fliegen ist schöner, oder? Heißt es. Kann man ja laut sagen. Ja, es wird langsam. Es wird langsam. Okay. Kannst du auch Boss spawnen? Ist leider nicht. Okay. Was machst du da? Hä? Und was ist das, wo du gerade drin bist? Das Arsenal. Ah, okay. Ah, verstanden. Also und kannst du deine Mods testen. Ja, und kannst du Builds machen. Also deine Sachen ummodden. Aber jetzt passt mal auf. Schieß mal auf die roten Stellen. Ist ja alles rot, na nahezu. Ja, weil ich die Fähigkeit ganz nachhaft. Wenn du einen mit der roten Stelle schützt, ist jetzt nur die Fähigkeit auch noch. Krass. Alles. Aber die haben auch noch Rüstung, da musst du dann Gift und Elektroschaden zusammentun, dann hast du Korrosion zum Beispiel. Du kannst die Elemente noch kombinieren. Korrosion entfernt bis zu 75% Rüstung und Feuerschaden. Oh, krass, ich habe erst diesen Takedown gemacht, wo du gesagt hast. Der ist nicht übel. Der ist echt krass. Warte mal, geht das? Das ist aber krass, also ich muss schon ziemlich nah an den ran, damit das geht. Ja. Einfach wenn du es nicht hast. Das sind jetzt aber auch nur 10er gewesen, von daher. Aber hier kannst du halt das Zeug gut ausprobieren. Ja, stimmt, das ist schon. Wenn mich gerade wieder von der Plattform fratzt. Das wirst du erst im Laufe des Spiels dann noch freischalten.
Krass. Hat man leider nicht gleich am Anfang. Was ich jetzt mal schade finde. Ja, es ist aber, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt, gerade wenn Warframe wirklich so komplex ist. Stehe. Gut. Kann ich da eigentlich ran? Oh, ich kann sogar ins Arsenal gehen. Das funktioniert. Aber nur einer immer. Ja. Soll ich welches Level? Puh, mach euch nochmal 50er. Mach mal etwas leichtere Gegner. Die haben keine Rüstung. Die sind jetzt befallen. Das brauchst du dann noch nicht mehr. Hat mein Wächter tötet. Aber du kannst sie aber nicht takedownen, interessanterweise. Das funktioniert nicht. Aber die sind eigentlich die leichtesten Gegner. Ah, okay. Sorry. Also es hat definitiv was. Bei der Figur habe ich so einen ganz speziellen Bild mal gemacht. Huch. Soll ich dir mal was zeigen? Ja, zeig mal. Ab hier bei der das ist jetzt die Mac. Ich habe die bessere Variante, die Mac Prime. Weil mit der, ich will auch mal die Fähigkeit. Hier kann ich die Gegner so anziehen. Okay. Krass. Der anderen Fähigkeit. Oh, jetzt sind die alle schon fast runter. Ja, sind alle runter. Mit der anderen Fähigkeit kann ich die Rüstung und Schilde entfernen. Aha. Aber auf das habe ich es nicht spezialisiert. Das andere ist so zermalmen. Das macht eigentlich hauptsächlich Schaden. Mhm. Und ich kann so eine Kugel hier machen. Und da fliegen die. Wenn ich auf die Kugel schieße, fliegt die Kugel immer auf den Gegner und den Gegner zieht sozusagen in die Mitte. Meine Kugeln landen immer auf den Gegner. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich habe Durchdringung drin. Meine Kugeln schießen durch die Gegner durch und meine Kugel ist ein Projektil und die wirbelt da an der Kugel umher. Deswegen schaut es dann so aus. Funktioniert gerade doch nicht so. Das ist jetzt so ein ganz spezieller Bild. Wenn ich jetzt meine Kugel hier mache, dann schieße ich ein, zweimal rein. Die Menge ist fast tot. Die stirbt jetzt auch noch. Ja. Aber du kannst echt noch nicht so viel machen, leider. Nee, gar nicht. Würde ich sagen, geh mal wieder raus. Oder? Ja, macht Sinn. Willst du noch was machen? Och nö. Eigentlich habe ich das ja schon für den Einstieg einen ganz guten Überblick gebracht. Also jetzt habe ich ungefähr verstanden, in welche Richtung Warframe tendiert. Es ist halt nicht ganz so einfach. Also es ist... Ich habe so manchmal das Gefühl, dass wenn du halt... Wenn ich mir halt schon unterwegs bin,
dass ich echt Schwierigkeiten habe, an irgendwelche Gegner ranzukommen. Ich glaube aber auch, dass ich das Problem alleine hätte, egal mit wem ich spiele. Schwierig. Keine Ahnung, vielleicht habe ich noch irgendwo den Kniff nicht raus. Ich muss auch sagen, das Spiel ist auch sehr komplex. Gibt's auch einiges, was du noch gar nicht gesehen hast. Okay. Beispiel das Hoverboard muss man sich ja auch erst noch freischalten, den einen Arschwing da, das mit dem Fliegen, was ich dir gezeigt habe. Gibt's ja noch die Raumschiffschlachten. Musst du die einzelnen Missionen noch bei jedem Planeten abschließen, dann gibt es noch ein paar Story-Quests und so weiter und so weiter. Ein paar bestimmte Spielmodi. Ach, so viel Zeug. Nicht mal schön. Krass. Ich glaube, ich kann den nicht mitnehmen. Wenn ich jetzt das Simulacrum verlasse. Nope. Bist du jetzt rausgeflogen? Nee, du bist dabei. Was hast du gestartet? Ist das eine Mission? Nee, wir sind zurück. Im Raumschiff. Ja. Wir sind noch in der Party. I see. I see. Guti. Dann war es das erstmal für heute. Erstmal vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.